Und damit sage ich danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Hallo und herzlich willkommen zu Unscripted 10. Ja, die 10. Ausgabe, Leute. Was zur fucking Hölle ist denn hier los? Ja? Und ich habe mir natürlich wieder zwei kompetente Gäste eingeladen. Und als allererstes und das erste Mal mit dabei bei Unscripted ist das Monsterchen, der Marc. Schönen guten Abend, Marc. Tja, schönen guten Abend, Marcel, an ungewohnter Stelle. Aber ja, auch heute oder hauptsächlich hier, weil Sven mir versprochen hat, wenn ich heute hier bin, dass ich ungefähr 15 Minuten an seinem nackten Brustkorb spielen darf. Und das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und bin dann jetzt hier. Ja, hallo auch. Ja, schön. Nackter Brustkorb geht immer, ja. Bei mir vorzugsweise eigentlich von Frauen, aber wenn es Sven ist, ha, dann sage ich nicht nein. Und ja, Sven haben wir jetzt schon 5-mal erwähnt. Sven, du bist auch da. Guten Abend. Moin, moin. Ich glaube, ich habe das Memo nicht bekommen, beziehungsweise falsch interpretiert. Und ich habe mir statt dem Brustkorb den Hintern rasiert. Das ist auch okay. Ich hoffe, Marc hat nichts gegen ein bisschen Haare im Mund. Naja, wenn es deine Haare sind, dann kann ich wohl damit um. Ja. Sind die auch bleibt ja nichts anderes übrig, ne? No risk, no fun. Und no pain, no gain und so weiter. Hast du die Haare gefärbt, Sven? Natürlich. Ja? Rainbow Dash? Nein, anlässlich des Suicide Squad Releases, der bald kommt, Joker grün. Das Lustige ist, dass ich schon seit zwei... Könnte auch ein Kunstrasentoupet sein. Ja, okay. Ich denke schon seit 2 Wochen, verdammte Scheiße, Suicide Squad kommt. Und dann kommt der erst nächste Woche. Ja? Weil ich voll durcheinander gekommen bin, weil der ja in Amerika am 5. rausgekommen ist. Ja? Und ich habe wirklich gedacht, ich hätte im Kino gestanden, für den falschen Tag Karten gekauft. Aber egal. Jetzt muss ich halt noch eine Woche warten, ja, oder gucke ihn mir illegal, ich Bösewicht, auf Englisch. Aber das werde ich nicht tun, weil ich... Natürlich nicht. Nee, ich will den wirklich unbedingt im Kino sehen. Ich bin da ja, also das möchte ich dann schon noch. Also das ist so ein Film, den will ich im Kino sehen. Habt ihr denn schicke Themen? Habe ich eben schon im Off-Talk quasi mit euch besprochen, ihr sagt beide nö. Aber das ist ja egal. Vielleicht habe ich ein schickes Thema. Mein Thema ist eigentlich, warum hat Sven gewollt, dass ich dabei bin? Das ist okay für mich, ja, das ist ein schönes Thema. Ja, das können wir dann auch ausführlich besprechen. Ich möchte vorab übrigens mal kurz noch einwerfen. Liebe Leute, Unscripted ist quasi mein Format und hier kann ich ungefiltert sagen, was ich will, ja. Und es tut mir ganz doll leid, wenn ich damit vielleicht einigen Leuten manchmal auf die Füße trete. Das ist mir aber scheißegal, sage ich euch ganz ehrlich, weil... nehmt mich so, wie ich bin oder lasst es sein, ja, dann hört euch die Scheiße halt nicht mehr an. Aber ich werde mich nicht ändern, nur weil irgendwem meine Aussprache oder mein ganzes Ich nicht gefällt. Ja, so, danke, dann haben wir das schon mal abgeklärt. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal wirklich mit Marc an. Marc, dein Thema, gib es uns. Ich habe wirklich nichts Spektakuläres, Marcel. Aber gut, wenn du das Lowlight zum Anfang haben möchtest. Sven, Marcel, dann frage ich euch jetzt was, was ich diverse Leute immer mal wieder frage. Bei Marcel kenne ich sogar die Antwort schon, aber das warum noch nicht. Oder eine gute Erklärung, Star Trek oder Star Wars? Und wenn was, warum das? Oder fange ich mit an? Bei mir ist es definitiv Star Wars. Das weiß ich. Weil ich nie mit Star Trek irgendeine Art und Weise mich anfreunden konnte oder Bezug dazu entwickelt habe. Ich muss sagen, dass mir die neuen Star Trek-Filme sehr gut gefallen und dass ich da jetzt auch nicht so, ich bin jetzt irgendwie kein Hardcore-Star Wars-y, ja, ist das die Kürze? Nee, ist aber egal. Ein Wars-y, so heißt es. Ja, Star Wars-y. Star Wars-y, ach egal. also das ist mir, so bin ich jetzt nicht, mir gefällt Star Wars einfach besser. Also ich kann es gar nicht groß festmachen, warum. Hast du denn viel von Star Trek gesehen? Also kannst du sagen, du hast die Serien denn mal gesehen oder immer mal nur eine Folge? Und ja, immer mal nur eine Folge und hier und da mal vielleicht... Das ist aber auch schwer, Star Trek genau. zu mögen. Hast du alle Filme denn gesehen, die es nein, gab? Nein, ich habe maximal, wenn mal was im Fernsehen lief, das nur nebenbei und so. Wie gesagt, die neuen Filme habe ich alle gesehen. Also die 3, glaube ich, sind es. Und der 4. kommt doch jetzt, ne? Glaube ich, oder andersrum? Nee, der 3. kommt jetzt. Der 3. kommt, genau, irgendwie sowas. Ja. Die 9 habe ich gesehen. Die alten sind halt auch nicht so meins. Und ich hatte
lief nachts irgendwann mal auf RTL hier Babylon 5 oder auf Sat.1 irgendwie sowas. Und ich fand es extrem schwer, da reinzukommen. Aber das ist halt... Babylon 5 ist kein Star Trek. Nein, das ist richtig. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Meinst du Deep Space Nine? Ah. Ja, kann auch sein. Aber gehört Babylon 5 nicht trotzdem dazu? Nein. Nicht mal annähernd im Serienuniversum beheimatet. Nicht mal annähernd. Kannst du mal sehen? Habe ich immer gedacht, das gehört zusammen. Also Star Wars. Dann wundert mich jetzt aber auch nicht, dass du Star Trek nicht so gut findest. Ja, aber Babylon 5 bin ich auch zum Beispiel nie warm geworden. Also Star Wars ist halt auch so, ich finde halt die Sith halt richtig geil. Ne? Also ich bin halt sowieso so ein Typ für das Böse und hätte es gedacht. Und das habe ich bei Star Trek nie so... Ich mag jetzt auch gar nicht sagen, dass mir das zu kuschelwuschelig ist, aber weil ich habe auch keinen großen Vergleich. Also daher ist es einfach so, dass Star Wars mir mehr gibt und Star Trek mich auch gar nicht groß interessiert. Also die neuen Filme, wie gesagt, okay, cool, aber die alten, also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, boah, geil, ich hole mir jetzt die ganzen Staffeln und ziehe mir die rein. Das würde ich nicht machen. Also das würde mich tatsächlich auch nicht interessieren, wenn du jetzt die Möglichkeit, oder was ist die Möglichkeit, gibt es ja heutzutage, da auch natürlich kostenlos ranzukommen, würdest du nicht sagen, okay, damit haue ich mir jetzt mal ein paar Abende oder Nächte oder wann du auch mal Zeit und wach bist, um die Ohren. Ich sage dir auch ganz klar, warum. Weil ich viel zu viele andere neue Serien habe, die ich noch gucken muss, bevor ich irgendwas Altes anfangen würde. Mhm. Und dazu ist es mir auch nicht wichtig genug, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also wenn jetzt eine Star Wars Serie rauskommen würde, also Rebels zum Beispiel oder Clone Wars oder sowas, habe ich gesuchtet. Aber Star Trek, ja, das liegt halt sehr, 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 sehr weit hinten oder unten auf meiner Prioritätenskala. Also ich finde das ganz interessant, weil ich habe das ja ähnlich in Teilen wie du. Die Filme bin ich all in. Also Star Wars, alles, das ganze Filmprogramm finde ich top. Ja. Die Star Trek Filme, ja, richtig stark finde ich aber tatsächlich nur den 8. Und bei den Serien bin ich aber sehr anders davor. Also ich finde die Star Trek Serien prinzipiell besser als die Star Wars Serien. Also Clone Wars ist für mich eine Serie, die ja, ich geguckt habe, auch komplett geguckt habe, auch manche Folgen echt gut fand, aber viel auch einfach Belangloses vor sich hingeplätscher und auch viel, was in Filmen eigentlich nie erwähnt oder nie auch möglich irgendwie also dass wenn man nur die Filme gesehen hat, waren da plötzlich Dinge, wo man gesagt hat, aha, das gibt's da auch. Das ist ja eigentlich für die Filme, also eigentlich völlig neu, teilweise auch mir zu drüber, was dann in der Serie präsentiert wird. Also das muss ich dazu sagen. Trotzdem auch nicht schlecht, aber wenn ich da jetzt sage, wenn ich jetzt vergleiche, habe fast von Star Trek eigentlich fast alle Serienstaffeln von allen, also was gab's, Voyager, DS9, Next Generation und ja gut, die klassische Serie habe ich mit Sicherheit auch nicht alle Folgen gesehen und auch Enterprise nicht, das war die letzte Serie. Aber halt so DS9 oder so würde ich als Serie immer mehr Punkte geben als Star Wars Clone Wars zum Beispiel. Ja. Bei dem Film eben umgekehrt. Darum ganz interessant. Ja. Aber gut, das ist ja natürlich, das ist ja sowieso im Endeffekt eine Geschmackssache, ja, natürlich. Aber wie gesagt, ich bin da so in der Mitte. Ja. Und Sven, bei dir? Ich habe das Ganze im Teaminterview auch schon als Frage bekommen. Ah, okay. Und mehr oder weniger jetzt erst vor kurzem beantwortet. Ich finde eigentlich, dass man die beiden nicht vergleichen kann, weil es grundverschiedene Hintergründe sind. Star Trek ist für mich ganz klassisch Sci-Fi. Ja. Während Star Wars für mich ein ganz klassisches Märchen ist. Ja, es ist eine Märchengeschichte. Du hast die, wenn du dir New Hope, also die neue Hoffnung anschaust, das ist die Prinzessin, die in Gefahr ist, der Underdog, du hast den bösen schwarzen Ritter, der sie praktisch in gefangen hält, den bösen Imperator, das ist ganz klassisches Märchensetting in meinen Augen und insofern finde ich den Vergleich Star Trek oder Star Wars und du musst dich für eins entscheiden, total hanebüchen. Mhm, Ich habe von Star Trek und von Star Wars, ich glaube, alle Filme tatsächlich gesehen. Okay. Bei Star Trek die neuen, beziehungsweise den ganz neuen noch nicht.
und diese Reboots, die eben vor ein paar Jahren waren mit diesem neuen Schauspielerset, nur so nebenbei. Okay. Allerdings muss ich sagen, wenn Star Trek, dann bin ich ein ganz, ganz großer Freund von der Next Generation. Also hier Captain Picard. Mhm. Finde ich auch in der Serie funktioniert das am besten mit Picard, weil er eben der ruhige, war das der mit dem Bart? Nein. Nee, der mit der Glatze. Ach so, okay. Ich weiß es ja nicht. Jetzt tut mir leid. Wer ist denn das mit dem Bart gewesen? Der mit den Haaren? Das war Riker. Ah ja, okay. Mhm, mhm. Vielleicht auch Worf. Sieht dir ein bisschen ähnlich, Marcel. Nee, das ist, glaube ich, ein Klingone, richtig? Richtig. Ja. Ja, siehst du, das weiß ich. Ja, ich sagte doch gerade, sieht dir ein bisschen ähnlich, Marcel. Dankeschön. Ja. Jetzt, wo du sagst? Ja, ja. Worf hat nur mehr Haare. Na, ich habe auch viele Haare. Nur halt nicht auf dem Kopf. Ja, das ist richtig. Und ich weiß, wovon ich rede. So, egal, weiter. Weißt du, aber grundsätzlich finde ich es halt interessant, dass du bei Star Trek die verschiedenen Ansätze hast, auch durch die ganzen Serien gezogen. Ja, jede Besatzung der Enterprise hat irgendwie so einen eigenen Blick auf den Grundgedanken der Serie, der im Endeffekt ist, das Weltraum zu ergründen. Ja, und da hast du halt dann ganz am Anfang hier Kirk gehabt, der überall hinfliegt und jedem erstmal aufs Maul haut und dann Fragen stellt. Picard ist ganz das krasse Gegenteil. Dann die Deep Space Nine ist für mich persönlich die langweiligste. Finde ich nicht. Findest du nicht, dass ab der zweiten Staffel deutlich besser wird? Du, bis dahin haben die mich schon dreimal verloren gehabt. Echt? Okay, nee, oh, ja, gut. Ja, die erste Staffel habe ich mich auch so ein bisschen gequält und dann finde ich jetzt nachher mit dem Dominion und dem ganzen Kram richtig stark. Aber gut. Ich hab mir die Voyager damals angeschaut, eine ganze Zeit lang. Ich fand die Grundidee tatsächlich interessant, eine Frau als Kapitän. Allerdings haben sie mich dann in der Episode verloren, wo sie und ich glaube der Steuermann war es, sich in irgendwelche Alien-Viecher verwandelt hatten und ein Eier bekommen haben zusammen. Ab dann war ich raus. Okay. Die Enterprise, also praktisch die andere Serie, habe ich nicht geguckt. Ich weiß nicht, da waren irgendwie die Prioritäten anders. Mhm. Und wie gesagt, von den Filmen habe ich von allen Generationen eben die Filme mir angeguckt. Ich finde tatsächlich, dass der zweite der beste ist. Also der mit Khan. Okay. Wobei grundsätzlich das Problem ist bei den Star Trek Filmen, dass gerade die mit den geraden Zahlen viel, viel stärker sind als die mit den ungeraden Zahlen. Ja, guck mal, komisch. Ich finde den achten, wie gesagt, am stärksten. Aber ich bin ein Freund von der Borg-Thematik, von daher. Das war der mit dem Borg, ne? Genau, von daher liegt das wahrscheinlich nahe. Ja, der ist auch stark. Aber auch, wie gesagt, eben der vierte Teil, wo sie in der Gegenwart spielen, wo sie praktisch die Wale, ins Weltraum holen müssen, ja. Den fand ich sehr, sehr interessant mit dem ganzen Setting, dass die eben aus der Zukunft kommen und mit unserer Gegenwartstechnologie sich akklimatisieren müssen. Ja, und auf der anderen Seite Star Wars, wie gesagt, ist für mich klassisches Märchen. Die ganzen Serien, die da außenrum spielen, Clone Wars und so weiter, hat mich überhaupt nicht interessiert, ganz ehrlich. Mhm. Ich bin da bei Star Wars ein reiner Filmfan und ich finde das Setting, die Charaktere im Star Wars-Universum aufgrund dieses Märchencharakters unheimlich liebevoll und sympathisch. Sowohl eben die Siths als auch die Jedi-Ritter, die dann wirklich auch ganz klassisch gezeichnete Charaktere sind und dann alles, was du an Alien Fantasien da einbringen kannst, ja, so skurril wie es halt auch ausschauen mag, das kannst du da alles reinpacken und es passt immer rein in Star Wars. Also ich finde die Frage Star Trek oder Star Wars finde ich mal ganz, ganz schwierig zu beantworten, weil beides eben seine klaren und deutlichen Vorzüge hat. Wenn du jetzt eben auf Erkundung bist oder auf Erkundungsgeschichten stehst, dann ist Star Trek ganz klar dein Ding. Und wenn du dann eben lieber so episch klassische Geschichtenerzählung möchtest, dann finde ich, sollte es eher Richtung Star Wars tendieren. Also dann geht dir das ja ähnlich wie mir, weil ich finde diese Frage auch schwer zu beantworten. Ich habe sie auch vor vielen Jahren irgendwann wahrscheinlich mal das erste Mal bekommen und sie dann halt immer mal wieder an Leute, die man eben dann kannte und
ja, mit denen man darüber gesprochen hat, weitergegeben. Ich finde eben auch, wie gesagt, wenn das nach, wenn ich nur die Filme vergleiche, Star Wars, immer Star Wars, wenn ich die Serien vergleiche, aber auch sehr klar Star Trek. Also von der von Unterhaltungswert für mich, sage ich so. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich, also ich finde das auch nicht. Ich finde das immer mal schade, wenn sich dann irgendwelche Warsies und Trekkies, wenn wir dann schon bei den Namen sind, dann da teilweise da die bösesten Sachen um die Ohren hauen. Aber gut, das ist ja beim Wrestling auch was, was gut geht. Wrestling-Fans und Wrestling-Fans sind sich ja auch nicht so einig, oft. Wir können mal den gemeinsamen Nenner angucken, ja, hier die ganzen Raumschiffe und das ganze Zeug, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da gefällt mir die Raumschiff-Technologie von Star Wars rein optisch viel, viel besser. Mhm. Also hier die Sternzerstörer und TIE Fighter und X-Wing und wie sie alle heißen, die ganzen Raumschiffe, die finde ich alle vom Stil her viel ansprechender als das, was im Star Trek-Universum rumfliegt. Ja, aber ich fand dann zum Beispiel, sag ich mal, was ganz simpel ist, aber ich sag ja schon, ich fühle mich gut unterhalten von dieser Borg-Thematik und so ein riesen Klotz aus sonst welchen metallischem Material, der da angeflogen kommt. Also das weiß ich noch, das fand ich als Kind, als der Next Generation das erste Mal mit dem Borg um die Ecke kam, das fand ich da schon, ja nicht unheimlich, aber bedrohlich. Also darum ist es auch so bei mir hängen geblieben. So, das finde ich auch mal eine ganz interessante Geschichte, dass einfach das ein Riesenklotz ist. Und fertig. Was ich bei dem Borg immer sehr, sehr cool fand, war das geheißen, du kannst den genau einen Treffer drauf schießen und dann hat sich ihr Körper schon an die Frequenz vom Phaser gewöhnt, ja, und sie sind unempfindlich dagegen. Ja. Das fand ich immer mega, mega beeindruckend und bedrohlich, ja, als Heal-Charakter, sagen wir mal. Naja, generell so. Ich verstehe die ganze Zeit nur Bahnhof. Also bei mir ist die ganze Zeit. Marcel sieht die ganze Zeit einfach nur Jar Jar Binks und denkt sich, ach, finde ich ja, den toll. Ja, mit dem kann ich wenigstens was anfangen. Also, ja. Ne? Das ist zum Beispiel so, das finde ich bei Star Wars dann teilweise ein bisschen schade, aber das weiß ich ja, da bin ich ja, rede ich ja ganz vielen Star Wars-Fans aus der Seele, dass solche Segmente dann teilweise mir zu kindlich sind. Ja, aber das hat sich ja dann Gott sei Dank jetzt erledigt, ne? Also, ja, das ist richtig. Ich empfehle übrigens jedem Star Wars-Fan, die gibt's auf YouTube, glaube ich, eine Episode 1 bis 3 ohne diese ganze Scheiße. Da hat jemand die Filme so zusammengeschnitten, als ob es Jar Jar Binks gar nicht gibt. die sind sogar richtig gut. Also, ich würde mal behaupten, es war Matt Hardy und hat ihn deleted. Ja, es fällt sogar gar nicht auf, dass der Spaß, die nicht dabei ist. Also, gut, ob ich, wenn ich jetzt wählen müsste zwischen Matt Hardy und Jar Jar Binks, würde ich dann doch Jar Jar Binks. Ja, da bin ich voll bei dir. Ja, ich freue mich übrigens voll auf Rogue One. Am Freitag kommt ein neuer Trailer zu Rogue One und ich muss gestehen, ich werde ihn gucken, obwohl ich mich eigentlich nicht mehr spoilern lassen will, aber ich werde ihn trotzdem gucken. Und nachdem im letzten Trailer einfach mal schon das Ende so episch war, ja, ich weiß, habt ihr den gesehen, den Rogue One Trailer, den letzten? Nee, bisher nicht. Nee. Mhm. Am Ende mit Vader. Ach, Vader, ja, spielt mit tatsächlich? Oh, es war so gut. Es war so gut. Okay. Ja, da freue ich mich drauf. Und nächstes Jahr dann in Episode 8. Ja, richtig. Und dann wieder einen Solo-Film und dann Episode 9 in 2 Jahren, nee, 3 Jahren. Mhm. Ach, jedes ja, Jahr. Ja, das ist schon cool. Jedes Jahr ein Star Wars-Film, Leute. Toll, jedes ja, fucking Jahr. Und da wird ja jetzt auch schon Han Solo Spin-off gerüchtet. Genau, oder ist das ist nicht gerüchtet, das ist sogar bestätigt. Also ist alles gut. Ist das fix? Das ist alles fix, okay. Ja, es gibt sogar Schauspieler dafür. Okay. Mhm. Wobei okay, ich glaube ich sogar Chris Pratt, kennt man aus Jurassic World und aus Guardians of the Galaxy und sowas, als Han Solo cooler gefunden hätte, auch optisch. Aber den Schauspieler, den sie da gewählt haben, das ist okay. Ich komme gerade nicht auf den Namen, Leute, es tut mir ganz doll leid, aber googelt euch die Finger wund, ihr werdet was finden. Mhm. Rogue One sieht halt sehr interessant aus, weil es halt irgendwie, ne, es spielt ja zwischen 3 und 4, natürlich, Todesstern, ja, ist ja noch da, logisch. Zwischen 3 und 4, es geht ja um die Pläne des Todessterns, ja, und ich bin mal sehr gespannt, ob das wirklich mal was anderes wird, oder ob das wirklich ein Star-Wars-Film wird, so wie wir ihn kennen mit Jedis und Sith und sowas. Gut, Darth Vader ist dabei. Ich würde mir hoffen, dass Vader mal richtig...
Ich würd gerne Darth Vader richtig in Action sehen. Also wirklich so mit schlachtet sich durch Schlachtfelder und so, weil der hat ja was drauf. Ja, in 4, 5 und 6 haben wir ihn ja nur noch halb kaputt gesehen quasi und alt. Aber Darth Vader hat ja richtig was am Sack. Ja, der ist ja... Der vier, kann ja Marcel, 4 ist nicht weit entfernt von Rogue One. Also der dürfte in der gleichen Form sein, wenn du das... Naja, gut, er kann ja vielleicht mal einen auf den Deckel gekriegt haben. Ne? Also wie auch immer sie es machen, ich hoffe einfach, das ist cool. Und ich erwarte natürlich, was heißt ich erwarte? Es gibt ja auch kritische Stimmen zu Episode 7. Ich fand den klasse. Ich habe im Kino gesessen und fühlte mich... einfach zu Hause bei Star Wars und ich habe ja nun keinen Star Wars Film außer Episode 1, 2 und 3 im Kino gucken können, ja. Für mich fühlt es sich gut an. Ja, es sind sehr viele Parallelen zu Episode 4, ja, aber mir doch scheißegal. Finde ich doch gut. Ist doch super. Es war ein super Start zu einer neuen Trilogie, viel besser als Episode 1, ja. und es kann doch nur geil werden. Also, obwohl das auch so ein Punkt ist, da habe ich auch schon mit vielen Leuten darüber gesprochen. Ich finde Episode 1 eigentlich richtig gut, wenn Jar Jar Binks tatsächlich nicht wäre. Ich finde die Charaktere da stark. Also Qui-Gon ist zum Beispiel bis heute einer meiner Lieblingscharaktere aus der ganzen Star Wars-Geschichte. Auch Maul. Nein. Da kann ich dir gleich dazwischen grätschen. Es gibt eine Sache, die neben Jar Jar Binks der größte Bullshit ist. Jetzt kommen die wie die Chloriane. Genau die. Ja, genau das. Was auch immer Lukas da gesoffen und geraucht und durch die Nase gezogen hat, es war einfach zu viel und schlecht. Ja. Das geht gar nicht. Ich bin auch, und man mag mich jetzt steinigen als Star Wars-Fan, ich bin absolut froh, dass dieser Typ nichts mehr zu sagen hat im Star Wars-Universum. Der hat es nämlich einfach nicht mehr drauf. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so in der Retrospektive, ja, Episode 1 ist ja wahrscheinlich der unbeschwerteste von allen bisher, ne? Ja. Und da passt tatsächlich auch so ein Charakter wie Jar Jar Binks rein. Ja gut, aber der hätte dann in Episode 2 sterben müssen. Ja, ich meine, sie haben ihn ja in Episode 2 und 3 dann auch deutlich zurückgefahren. Ja, ne? Gott sei Dank! Übrigens, Marcel, wenn du Vader in Action sehen willst, empfehle ich dir die Graphic Novels von Star Wars. Ja, oder da gibt es auch ganz viele mit Vader. Star Wars, gab es 1 und 2 von, wo es um so einen Klon geht. Da sieht man Vader auch ganz gut in Action. Ich bin halt einfach kein Comic-Leser mehr. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei Unscripted. Ich bin total raus bei Comics. Ich habe keine mehr, ich kaufe mir keine mehr. Ich bin dann eher so der Fan von diesen animierten Filmen. Ja, da DC zum Beispiel, Killing Joke, bis auf die erste halbe Stunde fand ich den Film grandios. Und ich kenne das Original-Comic nicht. Ja, jeder, der Killing Joke schon geguckt hat, ich denke, eine Szene musste einfach überhaupt nicht sein. Aber na gut, alles andere fand ich sehr, sehr geil und da hätten sie meiner Ansicht nach sogar noch fieser werden können, was alles angeht. Joker war der Hammer, aber Comics ist einfach nicht mehr mein Fall. Gut, wenn du nicht selber lesen willst, es gibt auf YouTube einen Kanal von Comic Storian. Ernsthaft? Wo sie die Geschichten zusammenfassen in so 10-Minuten-Videos. Okay. Also nicht die Geschichte vorlesen oder sowas, ne? Sondern eben dann die Panels zeigen, den Text natürlich aus rechtlichen Gründen rausmachen müssen. Ja. Aber im Endeffekt die Geschichte zusammenfassen. Ah, und das cool. Lasse ich sehr gern nebenbei laufen, wenn ich irgendwie hier am Haushalt machen bin. Ja. Finde ich sehr nett, das Format. Das weißt du, hast du 10 Minuten, hast du schnell so eine Geschichte und Intus, weißt du, um was es geht. Und wenn du dann sagst, ja, interessiert mich, dann kannst du es immer noch selber lesen auch noch. Finde ich sogar gar nicht schlecht, ja. Machst du den Haushalt nackig? Ja, oh, sehr natürlich. Ja, nicht. Ich komme mal vorbei. Ja, nicht. Also, du etwa nicht? Doch, natürlich. Natürlich. Also, oh Mann. Gut, also um mein Thema dann auch zum Punkt zu bringen, fand ich ja auf jeden Fall ganz nett, dass man euch da auch mal ein vernünftiges Gespräch drüber führen kann. Wie gesagt, drehen ja gleich ab, oh, Star Trek, der letzte Scheiß, oder eben umgekehrt. Wer jetzt von mir ein Wrestling-Thema erwartet hat, das sagte ich schon am Anfang, dann für den war es jetzt ein Lowlight. Ja, aber über Wrestling reden wir ja in anderen Sendungen. Nee, okay. Unscripted ist kein reines Wrestling-Format, sondern wir reden hier wirklich, das ist der Off-Talk, da wo der Off-Talk zum Thema wird, würde ich gerade sagen. Ja, und hier gibt es auch alle anderen Themen. Also es muss nicht um Wrestling gehen und ich bin auch sogar immer ganz froh, wenn ich mal nicht über Wrestling reden muss. Okay. Ja, ich sag's halt, wie es ist. Also SmackDown... Ja, ich habe mir auch gedacht, ich rede in den anderen Sendungen ja eigentlich nur über Wrestling und dann habe ich gedacht... Genau.
Also ich fand das Thema auch wirklich, ich fand das gar nicht lowlight, ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Und ich denke auch unsere Zuhörer werden dazu eine Meinung haben und natürlich dürft ihr uns die auch gerne sagen in den Kommentaren auf Facebook oder hier auf YouTube oder wo auch immer ihr eine Tastatur bedienen könnt und ein Kommentarfeld ausfüllen könnt. So. Ja. So. So, Sven. Oh, ja. Jetzt wird's spannend für mich. Ja. Jetzt wird's spannend. Ja, ich habe ursprünglich ein Thema gehabt, wo ich muss ein bisschen ausholen, beim Gucken der Hall of Fame draufgekommen bin. Oh Gott. Und zwar sind ja da die Fabulous Freebirds eingeführt worden in die Hall of Fame. Ja. Und sind dort unheimlich abgefeiert worden für ihre Anekdoten, die sie erzählt haben. Ja. Dann gibt's ja dieses große Abfeiern der Horseman. Und egal, wo du hinhörst, Podcasts oder dir irgendwelche Geschichten, Interviews anhörst, es wird immer unheimlich abgefeiert, dass die Wrestler früher so Partyhengste waren und mittlerweile ja alle so Waschlappen und nur vor ihrer Xbox hocken. Und ich habe mir eigentlich gedacht, das wäre ein Thema, mit dem ich gerne über Mark sprechen würde. Aber irgendwie ist das Thema dann in den letzten Wochen immer weiter gewachsen. Und ich bin darüber vom Ansatz dazu gekommen, ich würde mich gerne mit euch über Klischees und Vorurteile unterhalten. Über Klischees und Vorurteile? Ja. Also sowohl im Wrestling, übers Wrestling hinausgehend, welche Klischees und Vorurteile findet ihr ja noch unterhaltsam und lustig? Mit welchen kommt ihr überhaupt nicht klar? Was geht euch tierisch gegen den Sack? Jetzt auch eventuell persönlich. Und da habe ich mir eben gedacht, eben von der Hall of Fame her kommend, als Aufhänger für den Marc. Ich weiß nicht, inwieweit du da aus dem Nähkästchen plaudern kannst oder möchtest, Marc. Mit welchen Vorurteilen bist denn du als damals noch aktiver Wrestler oder jetzt mittlerweile Ex-Wrestler konfrontiert worden? Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass Marcel jemand ist, der das ein oder andere Vorurteil abbekommt, wahrscheinlich wegen der Tattoos. Ja. Ich bin jetzt ganz aktuell letzte Woche ziemlich komisch angeschaut worden, weil meine Freundin auf der Arbeit einen Unfall hatte, eine Platzwunde sich im Gesicht zugezogen hat, wir abends in die Notaufnahme gefahren sind zum Nähen und weißt du, da kommt's halt an mit Platzwunde am Auge und Auge geschwollen und alle gucken mich an. Okay. Ja, dann so, okay. Und ja, du bist doch ein Arsch, Sven. Also wirklich. Ja. Nur weil hier dieser altmodische Arsch im Muskelshirt dasteht, ne? Ja, verständlich, ja. Ja, also das ist ein Vorurteil, Thema. Das hätte ich auch bedient in dem Augenblick. Da hätte ich ganz klar gesagt, jo, okay, die hat welche gekriegt. Ja, hat sie wohl nicht geblasen und geschluckt, ja, da hat sie mal welche reingekriegt. Aber hätte ich gut. Tatsächlich nicht, kann ich ganz ehrlich echt sagen. Nicht? Okay, ich schon. Ich also wenn sie jetzt jede Woche kommt oder jeden Monat kommt, einmal damit, dann würde ich, glaube ich, beim dritten Mal auch sagen, irgendwas ist da ganz gewaltig faul. Aber ich glaube beim ersten Mal nicht, ne. Ja, aber Vorurteile hin oder her, ich meine, ich denke, da kann jeder Mensch irgendwo mit reden. Ich persönlich werde jetzt für meine Tattoos nicht verbal verurteilt, verurteilt, ach wie auch immer, ja, sondern es ist eher so, dass mir das auffällt, zum Beispiel in der Straßenbahn oder im Zug, gewisse Altersgruppen setzen sich nicht neben einen, ja, so ab, und das Lustige ist, ich bin ja mittlerweile auch 33, ja, aber so, ich sag mal so Ende 30 bis 50, die meiden dich, ja, die denken wahrscheinlich, du frisst sie auf oder sowas. Aber die alten Omas, die setzen sich neben einen und quatschen einen noch zu, was ich sehr lustig finde, wo man eigentlich andersrum denken könnte, ne, dass gerade die irgendwie Vorurteile hätten, haben sie aber nicht. Ansonsten, ja gut, ich habe Glatze und bin groß und tätowiert, ganz oft natürlich das Nazi-Ding, die Nazi-Keule rausgeholt, das passiert, ja. Die kriege ich auch ab. Ja, das ist, das passiert des häufigen hier in Hannover, wenn da, es gibt so ein paar Stellen in der Stadt, wo sich gerne mal so ein paar Zecken und, Entschuldigung, aber ist so, versammeln und da rumbetteln und wenn du dann da lang gehst und sagst, nur, dass sie nichts kriegen, dann bist du halt gleich, der Nazi. Ich sage auch dazu, ich habe was gegen beide Seiten. Ich finde die Linksradikalen genauso beschissen wie die Rechtsradikalen. Ja? Scheiße gibt's in jeder Farbe und mir ist scheißegal, wo jemand herkommt. Hauptsache, er ist ein vernünftiger Mensch. Und
das gilt für mich genauso wie für Linke wie für Rechte. Also nein, mit Rechten möchte ich nichts zu tun haben, aber mit Linken halt genauso wenig eigentlich. Also mit zumindest so krass Linken, ja. Ich habe nichts gegen die linke Einstellung oder sowas, sondern wirklich mit so Antifa-Spacken, ja. Die meinen, nur weil sie toll sind, dürfen sie irgendwie Autos zerkratzen, umwerfen oder anzünden. Packt jemand mein Eigentum an, schlage ich den, bis er nicht mehr weiß, ob er Männchen oder Weibchen ist. Ja? Das ist halt, das ist aber auch so ein Vorurteil. Nicht nur, weil jemand eine Glatze hat und groß und tätowiert ist, ist er ein Nazi, aber nicht, weil jemand Punk ist, ist er gleich ein Vollidiot, der andere Leute das Eigentum nicht respektiert. Also das ist halt auch wieder so ein, ne, da fängt es ja dann schon an, auch bei Ausländern. Ich habe letztens, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, diese Erfahrung im Zug da, die ich gemacht hatte, nach den Anschlägen in München, war das für mich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Ich kann es ja kurz abreißen. Ich bin mit dem Zug aus Lübeck beziehungsweise aus Lüneburg nach Hannover gefahren mit dem ICE und im Zugabteil vor mir habe ich einen älteren Herrn bemerkt, der relativ nervös auf und abgelaufen ist. Erstmal nichts Schlimmes. Ich habe mich dann hingesetzt, hatte einen Platz reserviert und der Zug war auch leer. Also das ganze Abteil war eigentlich leer. Da saßen vielleicht mit mir 5 Leute. Und dann ist dieser Mensch rübergekommen in unseren Wagen, blieb an der Tür stehen, hatte zerlumpte Klamotten an, einen langen weißen Rauschebart, weiß werdende schwarze lange Haare, Käppi auf, Sonnenbrille und war halt sehr offensichtlich südländischer Abstammung. Auch das hat mich jetzt erstmal nicht gestört, wobei ich mich da schon gefragt habe, warum setzt er sich nicht hin? Ich meine, er hat sich die ganze Zeit super nervös umgeschaut und umgeguckt, auch wieder zurück in den Wagen, wo er herkam und so weiter. Und dann ist mir aufgefallen, dass er in den Händen auf der einen Seite eine Gebetskette hielt und auf der anderen Seite irgendwas mit einer Antenne dran. Ja? Und da war für mich vorbei. Ich habe gedacht, okay, bist halt dann sofort tot, wenn es jetzt in die Luft fliegt. Das war's dann. Und eigentlich bin ich nicht jemand, der, ich sage jetzt einfach mal ganz stumpf, Ausländer irgendwie verurteilt. Ich meine, ich habe genug ausländische Freunde in Anführungsstrichen, ja, die sind alle ganz vernünftig. Aber da wurde mir zum ersten Mal echt übel, weil das wirklich halt das Bild, die ganze Optik und das ganze Verhalten plus dieser Sender in der Hand mit der Gebetskette war für mich rotes Tuch. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich da so eine Erfahrung gemacht habe. Also das, klar, habe ich den auch vorher, das ist natürlich nichts passiert, er ist in Zelle ausgestiegen und alles war gut, ja, aber es war trotzdem sehr verdächtig und im Nachhinein, ja gut, keine Ahnung, vielleicht war es ein Radio oder so, keine Ahnung, weiß er ja nicht, ne, aber fand ich kacke, also auch von mir, dass ich da jemanden halt direkt so in der Schublade gesteckt habe, obwohl er überhaupt nichts getan hat, also mir nichts getan hat, Schublade im Wrestling, ja, weiß ich nicht, als Wrestling-Fan, wobei ich in letzter Zeit sehr häufig nicht mehr die Reaktion kriege, oh, Wrestling, sondern auch heute im Fitnessstudio zum Beispiel, ich war heute im Fitnessstudio, habe mich da angemeldet und hatte die GWF-Jacke an und dann sprach mich der eine Trainer auch an und fragte, ja, hier Wrestling, in Hannover gibt es ja nur das und das und das ist voll kacke da war ich einmal hin und Berlin, oh, ist das gut und so weiter. Und das passiert mir in letzter Zeit sehr häufig, dass wenn Leute mitkriegen, dass ich Wrestling-Fan bin oder mit Wrestling zu tun habe, das nicht mehr so diese negative Reaktion ist, sondern eher, oh, kennst du den und den, voll geil und früher habe ich immer geguckt und sowas halt. Ja, ob die Wrestler weicher geworden sind, jetzt in den Staaten bei der WWE oder sonst irgendwas, weiß ich nicht. Ich würde nicht sagen, dass sie weicher geworden sind, sondern ich würde sagen, dass sie endlich erwachsen geworden sind und nicht mehr, also viele hoffentlich, und nicht mehr wie die Bescheuerten Party machen und sich besaufen oder mit anderen Substanzen zudröhnen, sondern wirklich merken, okay, das ist mein Lebensunterhalt, den ich hier mit meinem Körper verdiene und wenn ich den runterwirtschafte durch Drogen oder sonst irgendwas, dann ist halt scheiße. Das ging in den 80ern, meine Güte, 80er, 90er, ich kenne noch RTL Nachrichtensendungen, da wurde geraucht. Ja, ich meine, ich bin auch Raucher, muss ich heute im Fernsehen trotzdem nicht mehr sehen. Ja, ich kenne auch noch Zeiten, da konntest du mit dem Zug fahren und durftest rauchen. Wobei, das ist so ein Ding, das kann ich nicht verstehen. Dann sollen sie einen Raucherzug ganz nach hinten hängen. Dann muss da keiner durchlaufen, dann kann ich rauchen. Naja, aber es gab die Raucherabteile, nicht? Also du, ja, genau. Durchgehend, ja, ja, genau. Du konntest auch nicht rauchen im Zug. Nein, Raucherabteil, aber das meine ich. Ja, genau. Das kenne ich auch noch. Ne? Heute wirst du auf dem Bahnhof in so gelbe
gelbe Zonen verbannt. Ja, was ich total lächerlich finde. Ich habe es wirklich gehabt, vor ein paar Wochen stand ich auf dem Weg nach Lübeck in so einer gelben, also stand ich nicht in der gelben Zone, sondern irgendwie 2-3 Meter daneben. Und dann kam wirklich jemand von der Bahnsicherheit und sagte, ich müsste jetzt in diesen Bereich reingehen, weil da ist das Rauchen erlaubt. Ich sage, ist das dein fucking Ernst? Ich sage, ob ich den Rauch jetzt nach dahin blase oder ob ich hier stehe und rauche unter freiem Himmel, das ist scheißegal. Meine Zigarette werfe ich trotzdem da hinten in den Aschenbecher. Und gut, mag ich vielleicht einer der wenigen sein, der ein bisschen drauf achtet, wo er seine Kippen hinwirft. Oder auch seinen Müll. Ja, dafür gibt es Mülleimer. Aber auch hier in Hannover ist es zum Beispiel so, wenn ich hier, ich spiele momentan viel Pokémon Go. Ja, ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich habe aber auch schon über 100 Kilometer damit zurückgelegt. Das ist super. Und wenn ich in irgendwelchen Parks bin, fällt mir immer wieder auf, wie wenig Aschenbecher oder Mülleimer es gibt. Also fast gar nicht. Und dann wird sich aber beschwert, wenn der Müll überall rumliegt. Vielleicht einfach mal einen Mülleimer aufstellen. Dann hilft das. Aber ja, das ist so Vorurteilsding. Jeder hat Vorurteile. Ja, haben wir alle. Es kann mir keiner erzählen, dass er keine Vorurteile hat. Außer er ist ein veganer Baumschmuser, ja, der ganz wichtig Tee trinken ist. Ne? Nein, wir haben alle Vorurteile. Das ist einfach so. Wir sind Menschen. Wir sind Hippies hier. Es ist einfach so. Wenn wir ich sag's jetzt einfach mal so blöd, wenn wir eine schwule Tucke sehen, dann ist unser erstes Vorurteil, wie er wohl spricht. Ja? Ne? So. Das ist halt einfach nur mal so. Wobei ich trotzdem nichts gegen Schwule habe. Ja, aber Marcel, so, da kann ich dann jetzt mal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem Thema. Hake ich da einfach erstmal ein. Vorurteile, ja, ist klar. Kann ich mich auch nicht von freisprechen. Bei mir ist das eben auch so, und das gebe ich auch zu, wenn ich halt, ich mache jetzt ein Beispiel, 10-mal mit einer gewissen Gruppe, also 10-mal ist jetzt natürlich erstmal nur eine fiktive Zahl, also diverse Male mit welcher Gruppe auch immer, jenes Erlebnis habe oder jene Erfahrung mache, dann werde ich den, also auch 11 ist ja auch nur eine fiktive Zahl erstmal, werde ich den 11. auch in diese Kategorie einstufen. Das beobachte ich an mir selber auch. Das ist das, was Marcel sagt. Obwohl man dann beim 11. vielleicht, hatte ich eben auch schon, plötzlich überrascht ist, dass es doch anders ist. Ja, klar. Da kann ich mich auch nicht von freisprechen. Und das ist, denke ich, auch das, was Marcel sagte. Also der wirklich sagt, ich habe überhaupt keine Vorurteile. Gut, wenn er es dann glaubt, Glückwunsch. Ja. So, Vorurteile ist, denke ich, ist ein ganz schwieriges Thema, weil, wie heißt es so schön, was riecht wie eine Ente, läuft wie eine Ente und aussieht wie eine Ente, ist wahrscheinlich auch eine Ente. Aber eben in manchen Fällen ist es eben ein Huhn, so. So. Trotzdem ein Vogel. Ja, ja. Nein, aber wie gesagt, das ist, denke ich, eine ganz schwere Thematik. Um auf die Geschichte von Sven einzugehen, Vorurteile Wrestling. Ja klar, die gibt es ja nun immer schon, die gibt es aber auch allerdings für jeden Sport, wie ich dann immer wieder merke. Was heißt Vorurteile oder eher so diese, also Leute, die eben kein Fan davon sind, die dann eben darüber schlecht reden. Kann ich mich selber auch nicht ganz von ausnehmen. Also, obwohl ich das gar nicht böse meine, aber ich bin zum Beispiel nun kein Formel-1-Fan. Und auch ich werde schon, obwohl ich das ja respektiere, was die machen und dies und das, aber ich habe selber sicherlich auch schon mal die ein oder andere etwas abwertende Bemerkung darüber gemacht. Gar nicht, weil ich es böse meine oder weil dies und das, sondern einfach, weil irgendeiner sagt, oh, das finde ich aber toll, und sagt, ja, hier Autofahren. Ich sage, für dich sind Autofahrer Sportler. Ich sage, dann ist ja der 80-Jährige, der sein BMW auf der Autobahn auf 250, ist das für dich ja auch ein Amateursportler oder was? Natürlich ist das auch ein relativ haltloses Argument auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber einfach dann ein kerniger Spruch, den man mal loslässt, weil man dann einfach auch mal die Fresse aufreißen möchte. Also wie gesagt, aber das ist nicht böse gemeint. Also das ist ja, weiß ich auch nicht, ob man das schon als Vorurteil bezeichnen kann. Eher ja als, ja, als Klischee. Ja, abwertende. Also ich finde halt, Klischees sind immer so die Vorstufe dazu. Vorurteil ist halt für mich immer so ein bisschen negativ behaftet. Ich meine, es gibt halt Klischees, die es auch mit dem Augenzwinkern jederzeit raushauen kannst. Hier, keine Ahnung, ich werde
immer mit einem Augenzwinkern entgegennehmen. Schau mal, der Typ, der ist groß, der ist breit, der hat bestimmt nichts im Kopf. Ja, Pumper haben nichts im Kopf. Wobei ja, oder, ich sage... Oder die fressen ja nur Eiweiß ja, und keine Ahnung. Aber Sven, wobei ich sagen muss, ich habe es heute echt erst wieder erlebt, wenn ich so ein Gespräch zwischen zwei Pumpern im Fitnessstudio mithöre und mir denke so, boah, Alter, sag mal, seid ihr mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen? Oder was ist das, Anabolika, was auch über spricht? Aber naja, gut, ja, aber das ist halt das, weil es eben, du hast diese Erfahrung mit eben, und wenn du jetzt nur mit solchen Leuten Erfahrung hast, dann wirst du dich, wie gesagt, bei dem fiktiven Elften dann eben wundern, der dann vielleicht Sven ist. Und nee, Sven hat auch nichts im Kopf. auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Also, so ausschaut doch nichts im Kopf. also wie gesagt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also und richtig krasse Vorurteile. Ja, ist natürlich, wenn man sich mit der Sache nicht beschäftigt, und da sind eben viele in erster Reihe dabei. Ich glaube, da bin ich nicht ganz so schlimm, habe aber, wie gesagt, also das Formel-1-Beispiel habe ich gemacht. Also hin und wieder kann ich mich da eben auch nicht von freisprechen. Manchmal auch, wie gesagt, einfach nur, weil man in der Situation dann einfach irgendwann mal raushauen will, unqualifiziert. Geht auch mir leider manchmal so. Und natürlich, wenn es dann wirklich in eine Diskussion gehen würde, da dann auch Gegenargumente kommen, wo ich dann auch weiß, ja, ich mag es halt einfach nicht. So, fertig. Und Wrestling ist da sicherlich eine ähnliche Thematik. Viele Leute, die sich gar nicht mit Wrestling beschäftigen, die hören irgendwas über Wrestling und plappern es nach. So. Ist aber, da gebe ich Marcel recht, finde ich auch, na, ist schwierig, ob es besser geworden ist. Es gab ja in den 80ern und 90ern, also zu der Zeit, oder ja, wo ich angefangen habe, Wrestling-Fan zu werden oder mich dann mit dem aktiven Wrestling zu beschäftigen, gab es eigentlich, fand ich, eigentlich nur drei Meinungen über Wrestling von Leuten, die sich nicht mit Wrestling beschäftigen. Eins war, Wrestling ist gewaltverherrlichend und darum schlecht. Das nächste war, Wrestling ist nur Show und darum doof. Und dann gab es die sagen, oh, Wrestling, das ist aber heftig. So. Das waren nachher aber vielleicht auch noch wieder die es dann gut fanden, die vielleicht auch Fans waren. Aber bei dem einen Argument, dem ersten nämlich, dass Wrestling gewaltverherrlicht ist, dann kommen dann immer, das sind dann die gleichen Leute, die aber auch sich Boxen angucken. Und wo ich mir dann denke, so, du Spacken. Also jetzt mal ganz im Ernst. Also, ne? Richtig. So, alles finde ich, also ich finde diese drei, dass nur eigentlich so diese drei Sachen kommen, ist besser geworden. Also ich, wenn ich mich heute mit, weil auch alle, nee, naja doch, die beiden Argumente sind ja auch falsche. Sie sind ja beide schlicht falsch, wie wir wissen. So. Und heutzutage ist mehr so, wenn man sich über Wrestling mit Leuten, die damit nichts zu tun haben, mehr so die Thematik, dass die wirklich entweder sagen, oh, eben auch krass, also das, was man auch schon von früher kennt, oder eben diese Frage kommen, was ist denn daran eigentlich echt? Aber weniger heute diese Vorverurteilung, ist doch alles nur so, finde ich. Und wenn man dann den Leuten auch, also die halbwegs vernünftig auch sind, denen auch ein bisschen mal erklärt, wie Wrestling funktioniert, dass ich eben auch als ehemaliger aktiver Kämpfer nur sagen, eben nicht 2 Meter daneben schlagen kann oder auch im Prinzip gar nicht, oder was im Prinzip überhaupt nicht daneben schlagen kann, weil das jedes Kind in der ersten Reihe dann sieht und dann wird es heißen, guck mal, der hat daneben gehauen, dass ich nicht einen Sturz aus wie viel Höhe auch immer, ich kann nicht fliegen, also ich kann den nicht faken, den Aufprall, dass Wrestling eben gelernt sein muss, dass man eben die Fallschule zum Beispiel eben lernt, um sich eben nicht zu verletzen, und dass eben, wenn jetzt einfach einer, der sagt, oh, ich mache jetzt auch mal Wrestling und morgen einen Move, einen Wurf, dass der höchstwahrscheinlich, wenn er dann Pech hat, sich ordentlich wieder bei wehtut oder eben gar verletzt, weil wir eben nicht lernen, dass wir keine Schmerzen haben beim Aufprall, sondern wir lernen uns dabei, möglichst nicht zu verletzen. Blaue Flecken und Schmerzen hatte ich nach jedem Wurf. So. Dagegen, wie gesagt, fliegen kann ich nicht. Warum nicht? So, also den Aufprall merke ich. Aber ich habe natürlich gelernt, so zu fallen, dass ich mich dabei nicht verletze. So, und wenn man das dann diesen Menschen halt auch erklärt, die da skeptisch sind, wird das eigentlich aber auch begriffen. Bei halbwegs, sag ich ja, nicht, also, oder sag ich mal, nicht ganz dummen Menschen. So. Ja. Aber natürlich, Vorurteile, wie gesagt, die gibt es aber zu jedem Sport. Zu Wrestling vielleicht mehr. Kann ich ja doch mal sein. Vielleicht auch, weil es eben auch, vielleicht ist es auch in Deutschland dann eher, weil Deutschland ja noch nicht die, also Wrestling nicht, also Pro-Wrestling keine Wurzel in Deutschland hat. Kann daher kommen. Ja. Also ich habe schon mit vielen Leuten auf jeden Fall über Wrestling natürlich gesprochen, die nichts mit Wrestling zu tun haben, weil sie mich aufgrund
eben entweder weil ich Fan war oder weil ich es eben selbst gemacht habe, irgendwie auf das Thema angesprochen haben und dann natürlich auch schon die ein oder andere Diskussion darüber geführt. Aber das finde ich auch, um darauf zurückzukommen, heutzutage eigentlich friedlicher, als es in den späten 80ern, Mitte der 90er war. Wo es dann oft so in du mit deinem Scheiß halt, also entweder mit deinem Gewaltscheiß oder du mit deinem Show, ist ja sowieso nichts echt. Und wo es dann eher zum Streit kam oder zu ja, Wortgefechten kam. Also da muss ich sagen, doch mehr heutzutage vernünftige Gespräche, die man mit den Leuten führen kann. Und den man dann eben, wenn man die Argumente nennt, eben auch klar machen kann, dass das, wie sie das sehen, eben vielleicht nicht so ist. Ja. Und Sven, was sagst du? Es ist ja auch schon mal was, weil das ist auch die Beobachtung, die ich gemacht habe, gerade jetzt eben aufs Wrestling bezogen, mag wahrscheinlich auch daran liegen, dass mittlerweile in den Medien schon deutlich neutraler über das Wrestling berichtet wird. Auch gerade, und da, ich weiß, Marcel, du verurteilst die Bits und geht nicht mehr, aber ich denke, das ist da ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ist die Bildzeitung. Egal wie scheiße da die Qualität ist, aber allein die Tatsache, dass die Bildzeitung halt doch mittlerweile relativ viel berichtet über das Wrestling, denke ich, werden wir da eine Entwicklung sehen, die das Ganze ein bisschen offener oder dass die Gesellschaft etwas offener wird für den Sport, auch in Deutschland. Vor allem jetzt dann so mit Faktor Tim Wiese, ne? Ja, und was ich eigentlich schade finde. Weil ja, natürlich ist es schade, aber es ist halt, wie so oft im Leben, irgendwo einen Fuß in die Tür stellen und alles, was danach kommt. Ja, klar, natürlich. Das verstehe ich ja auch. Aber die Bild-Zeitung ist halt, die Bild-Zeitung an sich ist halt das größte Propaganda-Scheißblatt, was es in Deutschland gibt. Und meiner Ansicht nach gehört es halt verboten. Und jeder, der das liest, ist, unterstützt diesen Haufen auch noch. Also das ist halt... Naja. Verbote mag ich ja gar nicht, aber ansonsten bin ich auch kein Bildzeitungsleser. Aber ja, gut. Also doch, die dürfen sich halt auch nicht Zeitung nennen. Das ist Propaganda. Das hat nichts mit Nachrichten zu tun. Wie die sich nennen, sei mir egal. Aber auf jeden Fall trotzdem gegen Verbote bin ich eigentlich erstmal prinzipiell. Aber nochmal auf das Thema Wrestling zurück. Wie gesagt, man muss natürlich auch Leuten erklären, wie es funktioniert. Also dieses Argument zum Beispiel hatte ich von diversen Leuten, die mir dann erzählen wollten, naja, aber wenn ihr euch da ständig mit der Faust ins Gesicht schlagt, da müsst doch sonst was entstehen, wenn das echt ist. Wo ich dann auch erkläre, Leute, Wrestling ist nicht Boxen. Wir dürfen uns gar nicht mit der Faust ins Gesicht schlagen. So, und dann, ach so. Ich sag, darum ist es Wrestling und nicht Boxen. Mal drüber nachdenken. Zum Beispiel, es ist nur so eine Kleinigkeit. Und das ist eben auch aus Unverständnis und aus Nichtwissen, was ja aber nicht schlimm ist. Wie gesagt, gibt auch über ganz viele andere Sportarten Dinge, wo ich mir, zum Beispiel ist Golf für mich so ein Sport, hat überhaupt gar keine Wirkung auf mich. Oder Schwimmen. Oder ich sag mal so, Dart. Ich meine, Dart selber spielen ist lustig. Ganz klar, ja, ist lustig. So. Aber, tut mir leid, Sven, aber mir Dart angucken von anderen Leuten, das ist gar nicht. Das finde ich total langweilig. Tennis. Oder Karten spielen, Poker zum Beispiel. Ja, ja. Wer Poker selber spielen mag, alles klar, warum auch nicht? Macht bestimmt Spaß. Aber ich gucke mir doch nicht Leute beim Pokerspielen an. Also ich nicht. Wie gesagt, wer das genießt, wunderbar. Aber das hat für mich einen Unterhaltungsfaktor von irgendwas im Minusbereich. Tut mir leid. Das kann ich dann halt nicht verstehen. Aber natürlich habe ich auch, oder bin ja ein toleranter Mensch und sage, wer es mag, der soll es gucken. So. Also. Ja, also so viel dazu halt. Ja. Was war das letzte? Ach so, Rest aus den 80ern. Ja. Ja, ich meine, das war jetzt halt mein Aufhänger, weißt du, weil eben die Freebirds da so bejubelt worden sind bei der Hall of Fame mit ihren Geschichten, wie sie da eben besoffen durch die Gegend getorkelt sind. Und da habe ich mir irgendwie einen Podcast angehört, wo es geheißen hat, wenn Ric Flair nicht gewesen wäre, dann wären die Horsemen wahrscheinlich die besoffensten Wrestler aller Zeiten gewesen. Weißt du, und Flair und die Horsemen, das sind halt Leute, die, Flair, die Horsemen und die Freebirds, das sind halt Leute, die unheimlich abgefeiert werden, überall im Internet gefühlt, während, und dann kommt eben mein Aufhänger zu dir rüber, du ja da sehr vehement bist in Richtung Hardys, Swagger und so weiter und so fort, und das ist ja im Endeffekt, naja, vergleichbar, möchte ich fast sagen, ja. Ich möchte nicht wissen, richtig, wie oft ein Ric Flair besoffen im Ring gestanden ist. Also, wie oft ein Ric Flair besoffen im Ring stand, das weiß ich nicht. So. Davon erstmal abgesehen, aber ich gebe dir recht. Insofern hätte ich mit meiner Meinung von heute und auch dem Wissen von heute
mir das Wrestling von damals angeguckt, wäre ich da wohl genauso ähnlich zumindest drauf abgegangen. Da gebe ich dir recht, bei solchen Geschichten. Weil besoffen im Ring, wenn es denn so war, unter Drogen im Ring, das ist für mich genauso in den 90ern, wie in den 2000ern, wie in den 2010ern, wie auch in den 80ern, das finde ich nicht gut. Weil man sich selber gefährdet, das sei noch dahingestellt, das muss jeder selber wissen, aber eben auch seinen Gegenpart gefährdet. So. Und wie gesagt, hätte ich damals mit dem Wissen von heute mir Wrestling angeguckt, vielleicht wäre ich tatsächlich nicht Fan geworden. Wenn damals Carsten Schäfer ganz offen gesagt hätte, hier, Ric Flair hier heute, naja, der war gestern auch wieder bechern und wahrscheinlich ist er gerade wieder besoffen im Ring. und es hätte dann auch vielleicht noch den Anschein gehabt, dass es so ist. Also ich meine, sowas Krasses wie zum Beispiel bei einem Jeff Hardy, sowas hat man in den 80ern nicht gesehen. Also ich nicht, zumindest. So. Aber halt, wenn es tatsächlich so gewesen wäre, und ich möchte nicht sagen, dass Ric Flair besoffen im Ring gegangen ist, weil das weiß ich, wie gesagt, nicht. Aber wenn es so war und es damals auch so kommuniziert worden wäre und damals auch schon die Sperren halt so gewesen wären, wie sie heute sind, dass man halt weiß, wann Wrestler X was und wann Wrestler X was macht, dann gebe ich dir recht, vielleicht hätte ich da damals, wie gesagt, mit dem Wissen von heute, mit auch der Meinung und der Einstellung von heute, hätte ich dann damals vielleicht gesagt, nee, also das mag ich nicht. Da kann ich nicht unterstützen. Das mag sein. Da gebe ich dir recht. Kann ich mich ja auch nicht von freisprechen. Weil mit der Meinung von heute, die sehr krass, gerade weil, ich meine, die kam natürlich auch dadurch, dass ich aktiv angefangen habe. Und ich selber natürlich nicht mit einem besoffenen Gegenpart, einem unter Drogen stehenden Gegenpart im Ring sein möchte. Weil ich muss natürlich beim Wrestling nun mal auch meinem Gegner bis zu einem gewissen Grad vertrauen können, dass er nicht denkt, ach, nicht, Drogen, juhe, und aufs Genick die Gegner schmeißen. Sondern, dass man eben schon noch Wrestling macht. So. Ja. Und, ja, dass ich weiß, dass da nicht ein von Sinnen gewordener, dann kann ich mich auf der Straße hauen. So. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Aber weißt du, das ist eben genau der Punkt, wo ich mir gedacht habe, da würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören. Und daraus ist eben mein Thema entstanden. Ja. Und ich denke, das haben wir jetzt auch, man kann natürlich über dieses ganze Thema Vorurteile, Klischees noch viel, viel mehr Zeit verbringen und besprechen, aber dann sitzen wir wahrscheinlich morgen noch da. Also ich würde an der Stelle sagen, meine Frage, die ich an dich hatte, hast du hervorragend beantwortet. Dankeschön. Okay. Ja, sehr schön, Kinder. Dann bin ich ja jetzt dran, ne? Mhm. Ja, mein Thema, ja, ist ganz aktuell bei mir und ich werde relativ häufig angeschrieben. By the way, sehr, sehr geil, was für Nachrichten ich teilweise bekomme. Nicht nur zu dem Thema, worum es jetzt gleich geht, sondern allgemein, dass es nämlich eben doch Leute gibt, die meine Meinung cool finden. Und mir das auch sagen, ja, finde ich wirklich echt, also von Menschen, die ich nicht kenne, sowas zu lesen, ist super. Mein Thema jetzt ist, ich habe ja jetzt, jetzt muss ich mir mal ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, in relativ kurzer Zeit 25 Kilo abgenommen und bin neuerdings sehr sportlich aktiv und habe meine Ernährung komplett umgestellt und all diesen ganzen Kram. Und jetzt habe ich ja zwei Sportler, mit mir hier in der Runde, Sven, der Pumper und Marc, ich weiß gar nicht, machst du noch was? Ja, ne? Sicherlich, oder? Ab bissel. Ne? Mhm. Und, sieht man doch. Woran? Pass auf, Sven, das ist das nächste Vorurteil. Fand ich immer ganz schlimm, dass Leute, die was auf den Rippen haben, keine gute Sportler sein können, weil das hat zum Beispiel gerade das Wrestling ja in ganz, ganz vielen Varianten widerlegt. War jetzt auch nicht böse gemeint. Man muss halt nur was dafür tun, um die Masse in Wallung zu kriegen. Ja, natürlich. Natürlich. So. Ja, Marcel, entschuldige. Ja, kein Problem. Es ist halt so, dass ich immer wieder gefragt werde, ja Marcel, was hast du denn jetzt gemacht? Wie hast du das so schnell geschafft? Zumal ich persönlich, mir fällt es gar nicht so stark auf, wie anscheinend anderen. 25 Kilo ist für mich so eine Nummer, die ich überhaupt nicht einschätzen kann. Ich sehe es zwar auf der Waage natürlich, ich sehe es auch an dem Bauchumfang, der weg ist, aber es ist ja bei weitem noch nicht das, wo ich hin will.
Also da fehlt noch einiges. Und jetzt gehe ich wieder ins Fitnessstudio oder gehe ins Fitnessstudio jetzt. Ab Freitag habe ich meinen Termin beim Trainer, beim Personal Trainer, um Ernährungsplan und all so ein Kram erstellen zu lassen und genau zu sehen, was ich machen muss. Und genau da ist der Punkt. Habt ihr Tipps für alle Leute, nicht nur für mich, sondern was hat euch geholfen? Sven, wie sahst du mal aus und wie bist du so geworden wie jetzt? Der Muskelaufbau, ich kriege halt die Frage sehr, sehr häufig, auch anonym, sage ich mal. Ich möchte die Namen jetzt auch nicht nennen, weil mich wirklich schon echt 2-3 Leute drauf angesprochen haben. Ich kann euch zum Beispiel nur sagen, also eigentlich ist es kein richtiges Thema, sondern es ist mehr so eine Beantwortungsrunde. Ich habe sehr, 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 sehr lange gebraucht dafür, um an diesen Punkt zu kommen, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr so auszusehen und ich will was machen. Ich bin ein extrem fauler Mensch, das gebe ich ganz ehrlich und offen zu. Ich esse super gerne. Und ich esse aber nicht mal viel. Es ist jetzt nicht so, dass ich wie ein Bescheuerter den ganzen Tag von morgens bis abends in mich reinschaufel, sondern dass ich einfach zu falschen Zeiten das Falsche gegessen habe. Und ja, ich habe halt sehr, sehr lange gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Und ich muss auch wirklich gestehen, mit sehr wenig Einsatz sehr viel erzielt. Denn ich habe vielleicht alle 2 Tage eine halbe, dreiviertel Stunde Sport gemacht. Und das hier zu Hause. Ja, ich habe mir eine Hantelbank gekauft, also eine Langhantelbank. Ich habe mir eine Langhantel gekauft, ich habe mir normale Hanteln gekauft, ich habe mir ein Trimrad gekauft. Ja, zusätzlich bin ich noch joggen gegangen eine ganze Zeit lang. Mittlerweile gehe ich eher zu Fuß, also in einem schnellen Schritt. Fange dabei Pokémons. Ich habe Stellen von meinem Stadtteil kennengelernt, die ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Es gibt hier bei mir in Linden anscheinend einen riesigen Stadtgarten, der so richtig oldschool ist. Also da könnte auch ein Schloss draufstehen. Wusste ich gar nicht. Ich wohne hier seit 6 Jahren. Das war das, was ich gemacht habe. Jetzt erhöhe ich natürlich den Einsatz, weil ich ins Fitnessstudio gehe. Das soll auch so bleiben. Und ich habe aber auch Rückschläge gehabt. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gerade aktuell 1,5 Wochen, wo ich absolut gar nichts gemacht habe und fast jeden Tag irgendwie gecheatet habe. Sprich, ich habe irgendwas gegessen, was eigentlich nicht so geil ist. Diese Phasen hat man. Mit Sicherheit. Die hat auch Sven gehabt oder die hat auch Marc gehabt. Die hat, glaube ich, jeder mal. Die Frage ist halt, gibst du dem nach und bleibst dann wieder da drin in dem alten Trott oder kommst du da wieder raus? Und mir kann leider keiner erzählen, dass ihr das nicht schafft. Denn dieser innere Schweinehund, ich bin da, glaube ich, der beste Ansprechpartner. Hätte ich gewusst, wie schnell 25 Kilo runtergehen, hätte ich das schon vor 10 Jahren gemacht. Ich hab's aber nicht, weil ich zu faul war. Und weil ich mir immer irgendeine Ausrede ausgedacht habe. Naja, Marcel, das ist wie jede Sache, die man hat, will man's. Oder will man's nicht? Das ist wie Rauchen. Das ist im Endeffekt auch wie trinken, fast ist es wie Drogen. Willst du da wirklich runter? Du kannst keinem Alkoholiker helfen, der es nicht wirklich will. Und ob du einem Dicken helfen musst, stelle ich jetzt in Frage, weil das sehe ich nicht so. Ja. Die Frage ist, will er anders sein oder will er es nicht oder nicht wirklich? So. Und du hattest wahrscheinlich all die Jahre nicht, dass du es wirklich wolltest. Doch, jetzt ist es soweit. Das kann ich ganz schlecht beschreiben. Ich habe ganz oft diesen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's. Und ich habe auch in diesen 10 Jahren, sage ich mal, wo es bei mir so extrem viel geworden ist, auch immer mal wieder dann mal für eine Woche mich gesund ernährt und ein bisschen mehr Bewegung gehabt. Und trotzdem hat der innere Schweinehund immer wieder gewonnen. Klar, das ist eben der Knackpunkt, weißt du? Ja. Ich kenne es dasselbe auch, sehr viele Leute, die sagen, ja, ich möchte mich verändern. Ja, entweder sagen sie, ich möchte abnehmen oder ich möchte zunehmen, ja, also Muskelmasse. Ja. Und dann sage ich, okay, nenn mir eine konkrete Zahl. Ja. Dann schauen sie mich groß an. Sagen sie, was meinst du eine konkrete Zahl? Sage ich, ja, was ist dein Ziel? Welches Gewicht soll am Ende von Zeitraum X dastehen? Und wie groß ist Zeitraum X? Wie viel Zeit möchtest du dir geben, um ein konkretes Ziel zu erreichen? Weißt du, dann
stehen die Leute da und sind komplett überfordert mit dieser Frage. Ja. Weil, solange ich sage, ich möchte ein bisschen abnehmen oder ich möchte Muskelmasse zulegen, das ist alles unheimlich beliebig von der Aussage her. Ja, dann kann ich mir selber immer so ein bisschen Hintertürchen offen lassen, ja, heute geht's mir nicht so gut, morgen vielleicht oder ich fühle mich heute nicht so, keine Ahnung, weißt du, dann schiebst du es immer vor dir hin. Wenn du dir ein konkretes Ziel nimmst, ja, und sagst, ich möchte jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 3 Monaten 7 Kilo abnehmen, dann hast du ein greifbares Enddatum und du hast eine greifbare Zahl. Genau. Und dann kannst du im Lauf dieser 3 Monate einen Stellschrauben drehen. Ganz wichtig ist in meinen Augen nicht unbedingt die Waage, sondern ein Maßband. Ja, das haben ja ganz viele Leute gesagt. Ich habe kein Maßband da, also ich habe nur einen Zollstock. Ich habe es gemacht. Du hast ein Smartphone. Nee, pass auf, weißt du, wie ich es gemacht habe? Ich habe mir ein langes Band genommen und habe mit dem Edding markiert, wo ich angefangen habe und wo ich jetzt bin. Das ist immer mal so kleine Punkte gemacht oder einen Strich oder sowas, damit ich weiß, okay, da warst du schon, ne? Dann bist du jetzt weiter. Und es sind so Kleinigkeiten. Ja, da gebe ich euch recht. Natürlich habe ich dann das nicht wirklich gewollt. Und ich vermisse auch, es gibt auch Tage in der Woche, wo ich wirklich sage, oh, jetzt auf dem Sofa liegen und einfach mal, ich war nie so der Schokoladenfan, aber ich habe natürlich auch nie Nein gesagt, wenn ich sie da hatte. Ich kaufe keine mehr. Ich kaufe nichts mehr. Ich kaufe mein Obst, mein Gemüse. Gemüse muss ich dazu sagen, kaufe ich aber tiefgefroren, weil, also in so großen Tüten, sage ich mal, ne, bei Real, weil es einfach nichts dagegen, ne, weil es ist ja genauso gut wie frisch. Nur ich habe halt, wenn ich frisch kaufe, muss ich es halt auch gleich machen. Ne? Ich kaufe mir meinen Magerquark, ich kaufe mir oder ich habe meine Flavor Drops da, ich habe meine Low Carb Drinks da, also diese Sirup zum Mischen. Und ich muss wirklich gestehen, und das ist auch kein dummes Gequatsche, weil warum sollte ich irgendwie dumm quatschen? Weil ich bin noch lange nicht an meinem Ziel und ich brauche mir das auch nicht vorgaukeln oder so. Ich habe von diesem Low-Carb-Zeug, Max Prep habe ich gehabt, gibt ja nun tausende Marken, sage ich mal, und habe von diesem Sirup, mache ich mir immer ein bisschen was abends in meinen Magerquark. Und das schmeckt danach wirklich wie ein Fruchtquark. Das ist ungelogen, es ist super fruchtig und auch süß. Und da ist kein Zucker drin. Ja? Und weil ich dachte, ich bilde mir das ein, habe ich meiner Mutter mal, als die zu Besuch war, eine kleine Schale fertig gemacht und habe sie probieren lassen. Und die sagte wirklich, das ist Fruchtquark. Und dann habe ich ihr gesagt, nee, pass auf, das ist das und das. Und selbst meine Eltern kaufen jetzt Low-Carb-Sirups und mischen sich die mit Wasser. Ich trinke zum Beispiel super gerne Cola Zero. Kann ich auch, weil ich scheiße auf das Aspartam. Mir ist das kackegal, ja, dass das da drin ist. Ich habe auch Gott sei Dank nicht diesen Effekt von Süßungsmittel, dass ich davon Heißhunger bekomme. Überhaupt Gott sei Dank gar nicht. Mhm. Wenn ich gebe es auch ganz ehrlich zu, ich trinke meine 1,5 Liter Cola Zero den Tag, mische aber trotzdem mein Low Carb. Ich trinke viel mehr als vorher und das ist gut. Ja? Und solange kein Zucker drin ist, bin ich damit glücklich. Jetzt mal abgesehen von Fruchtzucker vielleicht. Was hat dich denn dazu animiert, es jetzt zu tun? Willst du dann mit weniger Gewicht danach irgendwas machen, dass du sagst, ich will jetzt, ich meine, ein blödes Beispiel, ich will unbedingt Skifahren lernen und dafür sollte ich 40 Kilo weniger haben? Oder tust du es eigentlich einfach wirklich nur, weil du sagst, du willst dünner sein? Du willst einfach, du hast dich nicht mehr wohlgefühlt. Oder willst du wirklich irgendwas erreichen, wenn du weniger Gewicht dann hast? Willst du Wrestler werden? Nee. was ich jetzt meine. Ja, klar, natürlich. Also ich habe immer eigentlich, also ich habe kein Problem mit meinem Körper. Es sind eigentlich immer andere gewesen, die ein Problem mit meinem Körper hatten. Zum Beispiel hatte ich ja vor 2 Jahren diesen krassen Bluthochdruck mit 210 zu 140, wo ich dann gleich ins Krankenhaus gekommen bin und wo mir halt auch gesagt wurde, ah, sie müssen jetzt unbedingt und bla bla bla. Und danach habe ich eigentlich erst so krass zugenommen, denn ich habe drauf geschissen und habe angefangen, wie ein Schwein zu leben, was Essen angeht. Also wirklich, ich habe mir wirklich alles reingeballert, was ging. Und da bin ich, und ich sage das auch ganz offen, ich bin hoch auf 150 und ich hatte sogar bei der einen Wiegung beim Arzt mal 164 oder sowas und bin jetzt runter auf meine 120. Mhm. Ja, und will aber noch auf 100. Mhm. Ja, also aber nur für dich, also für deine Gesundheit und für dich.
Also nicht nur in Anführungsstrichen, aber jetzt nicht, weil du, wie gesagt, danach irgendwas sagst, Mensch, das kann ich mit 100 Kilo, aber deutlich besser, als ich es natürlich mit 164 vielleicht konnte. Ich glaube, es hat sich einfach mein inneres Denken verändert. Mir das schön zu reden, dass es egal ist, wie ich aussehe, denn es ist es nicht heutzutage. Du musst, was heißt du musst, aber ich wieso, du bist selbstständig. Also ja. Du kannst im Job keine Probleme haben, wenn du aussiehst wie... Scheiße. Du kannst aussehen, wie du willst. So. Ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt, Marc. Ja, okay, das war die Frage. Das war wirklich so. Es war nach der Trennung von meiner Freundin da, habe ich gesagt, ich habe, also sie ist sowieso sehr sportlich gewesen und hat mich schon alleine durch ihr Reden immer sehr animiert, dann doch was zu machen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war so blöd, wie es klingt. Ich bin morgens aufgestanden und habe gesagt, okay, heute ist der Punkt. Entweder fängst du jetzt an oder du lässt es. Ja, und dann war es dann halt auch so. Dann habe ich angefangen mit ein bisschen Sport hier zu Hause und dann bin ich wirklich den einen Tag ja raus und joggen. Hatte ich ja auch ein Foto gemacht und bei Facebook gepostet, dass ich wirklich joggen gehe, hätte ich niemals gedacht. Ja, und auch, dass ich keine Probleme hatte mit Gelenken oder Knien oder sowas. Obwohl man ja immer sagt, Joggen ist so scheiße für dicke Menschen und so, sollen sie lieber lassen. Ja. Ich habe überhaupt gar keine Probleme mit den Knien, obwohl ich einen Kreuzbandriss hatte. Alles gut. Und dann fing das halt an, dass natürlich auch die Jungs aus Berlin mich unterstützt haben, ne? Also von den Wrestlern, die dann wirklich dir auf die Schulter klopfen und sagen, hier Marcel, probier das, mach mal dies. André Trucker hat mir sehr, sehr viele Übungen gegeben, die ich hier zu Hause machen kann mit den Hanteln, da ich halt von Anfang an gesagt habe, pass auf, mein Ziel ist 110 Kilo, aber Muskeln in den Armen und im Brustbereich aufbauen. Ich will jetzt keinen Sixpack, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Mhm. Ich denke, jeder dickere Mensch weiß, dass die Beinmuskulatur bei uns relativ gut ist, weil die müssen ja auch das ganze Gewicht tragen. Das heißt, ich werde nicht irgendwie, nur weil ich keine Beine hart trainiere, keine Schlabberbeinchen kriegen, also so kleine Stelzen, ja, was ich übrigens total lächerlich finde, habe ich heute im Fitnessstudio wieder eingesehen, der einen krass trainierten Oberkörper hat und dann aber so Beinchen wie ein Streichholz. Daher, ich denke, die Verteilung ist ganz gut und mittlerweile ist es, also ich habe anfangs gesagt, okay, ich will auch 110 ist eine gute Zahl, da will ich hin. Mittlerweile sage ich, okay, 100 oder 90 vielleicht und dann aber Muskelmasse aufbauen oder gleichzeitig zumindest oder so. Und mittlerweile mache ich es halt so, oder momentan mache ich so alles so ein bisschen gleichzeitig. Ich gehe sehr viel, ich jogge ein bisschen, jetzt halt das Fitnessstudio noch dazu. Ich mache meine Langhandelübungen, meine Kurzhandelübungen hier zu Hause und so weiter. Und es läuft. Also ich bin sehr zufrieden. Nur Leute, dieses ich schaffe es nicht oder ich habe es ausprobiert, aber es klappt nicht und ich nehme nicht ab. Und das habe ich auch alles immer gesagt. Ich habe auch immer vorgeschoben, ja, bei mir schwankt das Gewicht immer so 10, plus minus 10 Kilo. Das ist Bullshit. Ja? Das ist wirklich Bullshit. Nur bei darf ich da mal einhaken? Ja? Bei mir war es grundsätzlich so, ich war von jeher irgendwie ein kleines, dickes Kind. Ja. Oder echt? Ein großes, dickes Kind. Echt? Ja. Ja. Okay. Ich habe grundsätzlich immer irgendwie die Idee gehabt, den Hintergedanken gehabt, ich würde gerne einen Sport machen, aber ich habe keine Sportart für mich gefunden, weil ich mit Fußball, Basketball, die ganzen Mannschaftssportarten, da kann ich nichts anfangen damit. Ja. Ja. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich so um die Zeit rum von meinem Abitur rum, also 2001, mit einem Kumpel, ebenfalls ein übergewichtiger Typ, ja, gesagt habe, wir gehen mal ins Fitnessstudio. Ich habe bis dato so ein bisschen, ähnlich wie du jetzt, mit Kurzhantel daheim rumgespielt. Mhm. Und ich sage bewusst rumgespielt, es war total planlos jetzt in der Retrospektive, was ich da gemacht habe. Ja. Und wir haben da für 2 Wochen ein bisschen rumgesportelt im Studio. Dann ist er weggezogen. Okay. Und ich war dann zu dem Zeitpunkt da gestanden und habe gesagt, also entweder mache ich jetzt alleine weiter oder ich lasse es bleiben. Mhm. Dann habe ich mir daheim beim Rumspielen mit den Hanteln irgendwie einen Hexenschuss eingefangen und habe dann beschlossen, ich sollte vielleicht das Ganze etwas sinnvoller im Studio gestalten. Ja. Und habe ich da an der Stelle dazu durchgerungen, dass ich halt das im Studio weitermache. Mhm. Und ich war zu dem Zeitpunkt in der Fernbeziehung, Wochenendbeziehung, habe dann unter der Woche 4-mal im Studio trainiert. Und dann Freitag, Samstag, Sonntag bin ich mehr zu meiner Freundin gefahren. Ja.
Und naja, also du hast halt relativ planlos ein bisschen was gemacht unter der Woche und übers Wochenende überhaupt nichts. Ja. Und es hat sich dann letztendlich auch in Zahlen niedergeschlagen. Ich war irgendwann bei 112 Kilo gestanden. Okay. Und klar, mit dicken Armen und Muskeln schon auch, aber halt auch der entsprechenden Wampe noch drüber. Ja. Und dann ist irgendwann diese Beziehung in die Brüche gegangen und ich habe zum Ablenken mich in dieses Training noch reingestürzt und habe das Ganze auf 6-mal die Woche ausgebaut. Ja. Und es ist halt vom Gewicht her nicht wirklich besser geworden. Ich bin bei diesen 112, 115 waren es kurzzeitig, bin ich stecken geblieben und ich habe dann irgendwann gesagt, pass auf Sven, du steckst so viel Zeit und Mühe und Geld und wie so schön heißt Blut, Schweiß und Tränen da rein. Ja. Und du möchtest jetzt endlich Erfolge sehen. Und ich habe gesagt, ich nehme ein Jahr Zeit. Mhm. Und ich möchte in diesem einen Jahr von diesen 112 Kilo, die es da damals waren, unter 100 Kilo rutschen. Ja. In Richtung 95. Mhm. Und dann habe ich wirklich, so wie du jetzt auch sagst, von einem Tag auf den anderen die Ernährung komplett umgestellt. Ich habe das Training intensiviert, also wirklich aufs Ultimo getrieben. Ich habe zu dem Zeitpunkt studiert, habe mir noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ja. Habe am Tag 3 Stunden trainiert. Okay. Also jeden Tag mindestens 1,5 Stunden Ausdauertraining und 1,5 Stunden Krafttraining. Ja. Und habe dann relativ schnell mit diesem neuen Training, mit der neuen Ernährung vor allem Ding, bin ich von 112 auf 107 runter. Ja. Und ab dann hat es eine Phase gegeben, ein Plateau von 4 Monaten, wo sich kein Gramm in die eine oder andere Richtung bewegt hat. Ja, das ist ekelhaft. Da war weißt du, das ist der Moment, wo eben jeder mal hinkommt, sobald der Körper sich an diesen neuen Reiz gewöhnt hat, wo er einfach erstmal nichts macht. Ja. Ja. Und das ist der Moment, wo eben sehr viele Leute aussteigen im Studio, die dann eben feststellen, da tut sich ja gar nichts mehr. Mhm. Ich komme daher, ich trainiere so hart, in Anführungszeichen, und es passiert nichts. Ja. Und da muss man halt immer am Ball bleiben. Und nach den 4 Monaten ist der erste Knoten geplatzt und es ging ruckzuck von 107 auf 100 runter. Ja. Dann hat sich da wieder so ein Plateau eingestellt für 3, 4, 5 Monate. Ja. Und dann ist der nächste Knoten geplatzt und dann ging es innerhalb von wirklich wenigen Wochen runter bis auf 86. Okay, krass. Wie wiegst du jetzt und tatsächlich bei, nur? Nein, bei 86 habe ich dann gesagt, stopp, ich werde zu dünn. Ja. Ja, ich bin von klein auf Wrestling-Fan. Ich habe ein Bild im Kopf, wie ein Kerl auszuschauen hat. Ja, so 80er Jahre, 90er Jahre Wrestler. Ja, große, breite Typ mit langen Haaren. Mhm. Damals hatte ich auch noch meine langen Haare. Ui, das ist aber wie ja, und das ist aber ominöses damals. Ja. Und ab dann habe ich gesagt, wollen wir jetzt wieder kontrolliert aufbauen. Ja. Und aktuell stehe ich bei 97. Wollte ich gerade sagen, weil Muskeln wiegen ja nun auch was. Also du hast ja nun 2, 3, 4, 5 Muskeln. Ja, also, ja, aber auch nicht mehr als 5. Nein, im ganzen Körper sowieso ja grundsätzlich nicht. Ja, also nein, Spaß. Aber wie gesagt, das ist nun klar, das wiegt auch was. Wie gesagt, das ist immer die Sache, wo will man hin und was will man wirklich? Und also ich kann das jetzt nur für mich so sagen, ich war ja eigentlich immer hatte eigentlich immer was drauf, bis tatsächlich, ich hatte meine krasse Diät, das muss 2005 gewesen sein, wo ich dann tatsächlich auch meinen einzigen Light Heavyweight-Titel in meiner Karriere gewonnen habe. 2005, tatsächlich. Unglaublich, ja. Und ich war damals auch tatsächlich vom Gewicht her auf einem Light Heavyweight-Niveau. Und hatte dann tatsächlich, das kam bei mir dann wieder durch den Kreuzbandriss. Ich muss aber sagen, erstmal muss ich jetzt sagen, ich habe sehr ungesund abgenommen. Also das muss ich dazu sagen. Ich bin damals auch von, was hatte ich da, um die 120 würde ich sagen, auf 85 runter. Habe ich auch noch Bilder, ich kann sowas beweisen. Ich habe auch noch meinen Light Heavyweight-Titel gewinnen auf Video sogar. Habe aber sehr ungesund abgenommen. Also ich habe wirklich von relativ kurzer Zeit eigentlich auch nur noch auf Kalorien geachtet und darauf geguckt, dass ich nicht 1000 Kalorien am Tag esse oder generell zu mir nehme. So, das heißt, ich habe einmal am Tag gegessen um ungefähr 14 Uhr, also wenn ich dann Mittagspause hatte oder wenn ich frei hatte, eben generell um 14 Uhr. Auch so eine Tiefkühlpizza zum Beispiel, die hat nämlich nur um die 800 Kalorien, man soll sich wundern. Und wenn man nur die am Tag isst, nimmt man noch ab, aber es ist ungesund. So, allerdings. Hatte dann auch teilweise durchaus Phasen, wo man dann, wenn man aufgestanden ist, es einem echt so ein bisschen
Die Welt schwimmt. hab aber in der Zeit wirklich krass abgenommen. Darum eben auch, ich habe das damals gemacht. Ja, warum habe ich es damals gemacht? Kann ich eigentlich gar nicht richtig sagen. Weil ich auch mal was anderes wollte vielleicht. Ich hatte nicht so ein Erlebnis wie ihr beide, wie ich rausgehört habe, Freundin weg. Habt ihr beide gerade gesagt. So ein Erlebnis hatte ich damals nicht. Dass Freundin weg war und ich gesagt, okay, sondern es kam einfach, ich habe gesagt, okay, ich will jetzt was anderes machen. Hab dann angefangen und hab's dann auch, bin dann irgendwie dran geblieben, weil ich gedacht, okay, es passiert was. Und ich hatte auch nicht diese Phase, wo nichts passiert ist. Also ich habe immer natürlich nicht, am Anfang natürlich die ersten 10 Kilo waren schnell weg mit dieser S-Methode. Und ich hatte auch Rückfälle, was Marcel sagt. Ich hatte dann auch plötzlich mal, da war ein Pay-Per-View, damals noch auf Sky oder sogar auf Premiere damals noch. Und dann habe ich auch gedacht, oh, komm, so heute Abend haust du jetzt aber die Snickers rein und kaufst dir ein Glas Nutella. Und löffelst das weg. So. Okay. Hatte ich auch. Aber ich habe dann auch tatsächlich am nächsten Tag weitergemacht. So. Also den Cheat Day räume ich mir aber auch ein. Ich lege den halt aufs Wochenende meistens, irgendwie auf Samstag oder sowas. Entweder wenn ich unterwegs in Lübeck bin oder halt wenn ich, in nächster Zeit bin ich nicht so oft in Lübeck, deswegen samstags mein Cheat Day. Und ich fühle mich aber richtig schlecht am Sonntag. Also nicht körperlich schlecht, sondern mental. Kopfmäßig schlecht, genau. Also, dass ich wirklich dann morgens aufstehe und sage, oh Gott, du hast gestern so scheiße gegessen, dann isst du heute halt einfach mal ein bisschen weniger und kompensierst. Das ist aber falsch. Ja, eigentlich ist das nicht so gut, sonntags dann gar nichts zu essen. Habe ich nämlich vor 2 Wochen gemerkt, auf dem Weg nach Hause, mit dem lieben Felix von der MWA zurück nach Lüneburg gefahren. Von da aus nehme ich dann immer den Zug. Und mir ist absolut, mir ist der Kreislauf weggesackt im Auto. Und wir mussten erstmal anhalten und so, weil ich halt nichts gegessen habe Sonntag. Also wirklich nichts. Ich habe nur Flüssigkeit zu mir genommen, fand meinen Körper nicht so geil. Also es ist halt, ich neige ganz oft zu den Extremen. Also wenn ich etwas will, dann will ich das sofort. Das geht beim Abnehmen aber nicht. Ja? Nee. Das geht übrigens auch beim Zunehmen nicht. Also wenn du bewusst sagst, du möchtest breiter werden, es geht nicht von jetzt auf sofort. Ja, damit habe ich nie so Probleme gehabt, leider. Also ich kenne Leute, die brauchen Essen. Aber ich muss mich mal kurz unbeliebt machen, ja. weil sowas wie diese Rückfälle, muss ich zugeben, die hatte ich nie. Auch, dass ich mal irgendwie eine Phase, wo ich sage, ich lasse es jetzt schleifen, die hatte ich nie, ja, weil ich so geil bin auf diesen Adrenalinausstoß und diesen Serotoninausstoß. Seit ich eben diese Phase hatte, wo mich damals die Freundin verlassen hat, ja, war 2004. Ja, ich gehe seit 12 Jahren mindestens 5-mal eine Woche ins Studio. Krass. Also so krass. Und ich habe ja darüber hinaus noch eben den Hund. Das heißt, ich hab da noch darüber hinaus relativ viel Bewegung, auch in den trainingsfreien Tagen. Ich habe mittlerweile meine jetzige Freundin, ist ja auch schon seit 12 Jahren hier, auch angesteckt, weil sie selber auch immer etwas unzufrieden war mit ihrer Figur. Und wisst ihr, wie Frauen sind, ne? Ja, klar. Und ich muss für sie noch ein paar Kompromisse machen. Wenn ich jetzt alleine wäre, könnte ich nochmal deutlich krasser leben, weil mir ist es wurscht, ob ich jeden Tag das Gleiche esse, solange es funktioniert. Damit habe ich auch kein Problem. Nee. Schön, ja, wenn es schmeckt. Okay, wenn bei mir gibt es auch 4-5 Tage lang hintereinander Putenbrust mit immer dem gleichen Putenbrust und Gemüse, da habe ich gar kein Problem mit. Aber ich weiß nicht, warst du auch dabei, Sven, wo ich die ersten Zeit meine Werte gepostet habe von der App, weil ich trage ja wirklich. Ja, da waren ja ein paar sehr krasse Tage dabei. Naja, wo du musst mehr Fett essen, du musst mehr Kalorien zunehmen. Ja, wie wäre mehr Fett? Was? Ich denke, ich soll es nicht machen. So, und dann, du musst aber. Und scheiße, kriegt man dann den Fett wieder drauf. Das ist scheiße. Also das hat mir wirklich, das fiel mir schwer. Es fällt mir überhaupt nicht schwer, auf Industriezucker zu verzichten. Ich habe Tage, ich schaffe das auch eine Woche, dass ich jeden Tag unter 10 Gramm Industriezucker bleibe. Aber das Fett zu erhöhen, also sprich so hier Walnusskerne nebenbei zu knabbern oder sowas, finde ich extrem schwer. Also das habe ich mich auch wirklich schwer mitgetan. Mittlerweile habe ich halt so den Dreh so ein bisschen raus, ne, mittags ein paar Kartoffeln mit Gemüse und halt Putenbrust. Was ich sehr schwer finde, sind Soßen. Ich bin halt so ein Soßenfan und
Soßen zu kochen, die kalorienarm und fettfrei sind, finde ich extrem schwer. Also tue ich mich auch immer noch schwer mit. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt von Maggi diese Soßenfix-Dinger, ne, in diesen kleinen Plastikkanistern. Die haben kaum Zucker, also ich glaube unter 0,0 irgendwas und auch kaum Kalorien und auf 100 Milliliter, meine Güte. Ja, dann trage ich ja mit in die App ein, ich sehe es ja. Wenn es zu viel ist, dann ist es zu viel. Ne? Aber die Sache ist halt die, dass du gerade im Jahr 2016 mit Informationen zugeschissen wirst, ja. Gerade jetzt im Fitnessbereich, der unheimlich am Boomen ist. Jeder Hinz und Kunz, der einen Internetzugang hat, ist auf einmal Fitness- und Foodblogger. Du hast ja gelesen, was unter den Kommentaren teilweise stand. Und ich, da weißt du, ne? Und dann musst du weißt da halt und, auch und der eine schwört auf Low Carb, der nächste kommt an mit Low Fat. Ich kenne jemanden, ja, der macht High Fat Diät, der packt sich Butter in seinen Kaffee. Ja. Weißt du, der nächste sagt dir, du kannst essen, was du willst, Hauptsache Kalorien stimmen. Ja. Den hat jetzt und so weiter. Also du wirst so zugeschissen mit Informationen und Meinungen, du musst halt letztendlich sehr, sehr viel rumprobieren, ja, um den Lebensstil und die Methode zu finden, die für dich individuell am besten passt. Genau. Das Dumme ist halt, dass du sowas nicht innerhalb von 3 Tagen merken kannst. Ja, genauso wie du einen guten Trainingsplan nicht innerhalb von einer Woche oder so evaluieren kannst, sondern halt 6-8 Wochen da reinstecken musst, um dann nach 6 oder 8 Wochen ein Fazit zu ziehen und sagen, okay, das waren jetzt 8 Wochen für den Arsch. Ja. Das ist eine gute Geschichte da, aber nicht für mich. Genau. Also vielleicht funktioniert es für jemand anders damit. Ich kenne halt jemanden, der mich auch immer wieder, oh, du trink nicht so viel Cola Zero, diese ganze Industrie. Ich sag ja, aber ganz ehrlich, da ist kein Zucker drin, ne? Das Ding hat auf 1 Liter, glaube ich, 2 Kalorien. Warum nicht? Meine Güte. Ja? Nur weil Wasser auf 1 Liter 0 Kalorien hat. Was? Wasser hat auf 1 Liter 0 Kalorien. Ja, Wasser schmeckt mir aber nicht. Sag ich dir ganz ehrlich, bevor ich mir eine Pulle Wasser kaufe oder unter den Wasserhahn hänge, dann trinke ich lieber nichts. Also gut, ich meine, ich denke auch jetzt fürs Abnehmen wird deine Cola Zero, das ist schon gut. Also ob man das dann dauerhaft davon täglich, jahrelang, es kann ist ich nicht so urteilen. Da gibt es auch verschiedene Ergebnisse zu, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, natürlich. Aber und da weiß ich nicht, aber ich glaube jetzt fürs Abnehmen oder so, da machst du schon in der Cola Zero jetzt nicht so viel falsch. Also was mir jetzt schon so ist, süße Sachen. Es gibt zum Beispiel von Haribo, kann ich jedem nur empfehlen, der so ein bisschen, der vielleicht auch gerade anfängt und nicht weiß, oh, ich habe Bock auf was Süßes. Haribo Roulette heißen die Dinger. Das sind so kleine Scheiben, sag ich mal. Ja, die gibt's in so 25 Gramm Typchen, sag ich. Die haben kein Fett, die haben keinen Zucker. Und ich glaube 86 Kalorien auf 25 Gramm. Und wenn man mal was auf Bock auf was Süßes hat, die sind scheiße süß, aber da ist nichts drin. Also ich habe es durch alle möglichen Generatoren gejagt und auch im Internet geguckt, die haben wirklich nichts. Und kann ich nur empfehlen, wenn man mal so einen Abend hat, wo man sitzt und denkt, oh, ich brauche unbedingt was Süßes, bitte gib mir irgendwas Süßes. Die sind klasse. Ja, wusste ich nicht. Haribo Goldbeeren, die darfst du nicht anfassen. Aber die Dinger sind okay. Du, wobei ich jetzt aber auch noch. Eine Handvoll Goldbeeren würde ich nicht umbringen, ja. Auch in der Abnehmphase nicht. Ja. Was du jetzt auch gerade schon gesagt hast mit dem Coke Zero, Mark, was halt ganz oft unterschätzt wird, gerade wenn du sagst, du möchtest abnehmen, sind die Getränke, ja. Ich sehe so viele Typen bei uns im Fitnessstudio, die hampeln da unter der Woche rum, ja, und blasen sich ihre Brust und ihren Arm auf. Und am Montag siehst du dann in der Umkleide und dann erzählen sie, wo sie da in der Disco waren und durchgesoffen, ja, haben und hier in der Disco waren und durchgesoffen waren. Genau. Ja, und ich kaufe mir sogar in der Disco Cola Zero oder Light. Also selbst da achte ich drauf. Und ich mag auch keine richtige Cola mehr. Ich habe am Samstag, Cheat Day, genau, habe ich mir eine Pizza, Cheesy Crust Salami von Pizza Hut bestellt. Reicht bei mir übrigens 2 Tage, so ein Ding. Kann ich nicht auf einmal essen. Und leider hat er mir dazu eine Cola gegeben und keine Cola Zero. Und ich habe gedacht, ja, okay, komm, ist Cheat Day, probierst du die Cola, trinkst du halt das Glas aus, ne? Also die Dose halt, diese 0 irgendwas. Ich fand die so widerlich süß, dass ich sie stehen lassen habe. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich kann sie nicht trinken. Es tut mir leid,
Also selbst am Cheat Day trinke ich lieber Cola Zero oder sowas dazu, als statt zu sagen, okay, geht es auch scheißegal. Naja, ist doch gut, aber das ist sicherlich individuell, da wird es auch andere geben, das ist für dich dann ja aber gut. Ja. Sind denn deine, ich meine, das ist glaube ich bei dir dann, was du ansprachst, auch das Wichtigste eigentlich bei dir unterm Strich, sind deine Werte denn jetzt wirklich auch dann entsprechend deutlich besser? Ich habe in meinem Handy ja ein Pulsmesser drin, irgendwie bei Samsung ist das ja automatisch verbaut, irgendwie bei den neuen Geräten. Und ich habe angefangen mit einem Ruhepuls von 90. Und habe jetzt einen Ruhepuls von 65. Also es hat sich anscheinend definitiv was. Das klingt schon mal gut. Also dein Blutdruck und alles hat sich auch stabilisiert, weil du vorhin sagtest, dass du hattest so einen irren Blutdruck und dies und das hat sich stabilisiert. Und Das merke ich daran, dass ich, wenn ich mal meine Tabletten nicht zu den Zeiten genommen habe, wo ich sie eigentlich nehmen sollte, habe ich relativ schnell Kopfschmerzen gekriegt. Das habe ich gar nicht mehr. Und das ist aber auch ein großer Punkt, der mir schwerfällt, denn diese Kopfschmerzen waren immer ein Indikator dafür, okay, du hast deine Tabletten nicht genommen. Jetzt kriege ich keine Kopfschmerzen mehr und vergesse die Tabletten andauernd. Okay. Ist nicht unbedingt geil. Lass da aber lieber mal kontrollieren, ob du die Tabletten überhaupt noch brauchst. Ja doch, brauchen tue ich sie schon noch. Also ich habe es jetzt zum Beispiel vorgestern gehabt, da habe ich die Tabletten vergessen und dann kriege ich abends die Kopfschmerzen. Und dann, also das, es dauert ja, viel nicht, länger. Wenn du die ganze Zeit reinfallst und eigentlich ist dein Puls völlig in Ordnung mittlerweile. Das ist das nächste Ding. Zum Beispiel Zusatzstoffe, also Whey-Protein, BCAAs und all so ein Kram, da wirst du ja auch mit überschüttet. Der eine erzählt dir, du musst das und das nehmen, wenn du Muskelaufbau machst und abnimmst. Und der andere erzählt dir, nee, da kannst du ganz weglassen. Ich nehme jetzt Whey-Protein nach jedem Training und BCAAs eine halbe Stunde vor dem Training. Mir wird aber erzählt, BCAAs brauchst du gar nicht. Ja, aber ich will doch Muskelaufbau in Kombination mit abnehmen. Also brauche ich sie doch anscheinend doch. Und ich finde es sehr verwirrend. Also das ist ja, was Sven auch schon gesagt hat. Es gibt so viele tausende Meinungen. Jeder erzählt dir was anderes. Und du weißt überhaupt nicht mehr, was ist denn jetzt richtig. Zum Beispiel wurden mir Omega-3, hier Fischölkapseln, empfohlen. Dann habe ich mir welche gekauft. Und dann sagt zu mir jemand, das ist aber zu wenig, da kannst du 4 Stück von nehmen jeden Tag. Und ich sage, 4 Stück? Ja, okay, jetzt nehme ich halt 2 morgens, 2 abends. Ja, aber was ich zum Beispiel eben sehr, sehr, sehr komisch finde, wenn du in der Drogerie bist, gibt's ja eben auch da diese ganzen Regale mit Nahrungsergänzungsmitteln, bla bla bla. Da gibt's Proteinriegel. Da gibt's sogar ein paar relativ vernünftige für einen soliden Preis, ja. Also nicht hier die überteuerten Wider-Produkte, sondern muss nicht arm werden dabei. Aber was mir zum Beispiel in der Drogerie auffällt, da gibt's L-Carnitin-Kapseln, steht ganz groß drauf, hier regt die Fettverbrennung an. Da schaue ich drauf auf die Dosis, das sind 333 Milligramm pro Kapsel. Ja. Um einen wirklich messbaren, in Anführungszeichen, Reiz zu setzen, damit die Fettverbrennung angekurbelt wird, müsstest du mindestens 3 Gramm zu dir nehmen. Okay. Also 10 von den Kapseln gefühlt. Ja, und dann sind 30 Kapseln in so einem Blister drin von mir aus, für, keine Ahnung, 7, 8 Euro. Ja. Kannst du mal gegenrechnen. Ja, aber Sven, das ist ja das nächste Thema. Ich zum Beispiel als Blutdruckpatient, darf ich denn sowas nehmen? Fettburner zum Beispiel soll ich nicht nehmen, weil die ja den Kreislauf, den Herzkreislauf... Das möchte ich jetzt mal kurz sagen, sollte dir nicht Sven beantworten, sondern ein Arzt. Das müsste dir ein Arzt beantworten. Okay. Ich hab selber auch eine Zeit lang diese L-Carnitin-Kapseln mal probiert. Ja. Ich habe dann auf 1 Gramm pro Tag mich geeinigt und habe es mehr oder weniger wegen des Placebo-Effekts genommen. Okay, also weil ich der Überzeugung war, Kopfsache halt, ne? Ja, aber das ist aber auch was nicht erwiesen, ne? Also das ist jetzt nicht. Eben. Ja. Was ich jetzt vor ein paar Wochen mal ausprobiert habe, weil ich von einer Freundin, die hat sich einen Trainingsbooster bestellt. Ja. Also so ein Pulver, was du vor dem Workout dir ein Getränk reinmischt. Das hat sie nicht vertragen, das hat sie mir angedreht dann, das habe ich dann probiert, hab's vertragen. Ja. Ist halt sehr stark auf Koffeinbasis. Okay. Problem ist halt, ich als leidenschaftlicher Kaffeetrinker, ich habe mittlerweile so eine hohe Koffeintoleranz, dass ich im Endeffekt die Booster-Dosis ständig erhöhen müsste, damit das Zeug überhaupt noch wirkt. Ja. Ich habe die ersten 1-2 Wochen
hat's noch merklich ein bisschen was gebracht. Und ab dann hat sich der Körper an die Dosis gewöhnt gehabt und ich habe mir gedacht, okay, also entweder erhöhe ich jetzt bis Ultimo diesen Booster-Scheiß, ja, oder ich gehe einfach wieder oldschool und sag, eiserner Wille und Leidenschaft reicht aus. Okay. Ja, das ist halt schwierig, auch BCAAs, so richtig wurde mir die Wirkung nie erklärt. Ich nehme sie halt einfach, weil es hieß, es ist gut, ne? Das hilft irgendwie dem, dass die Muskeln nicht abbauen, während du abnimmst oder sowas. Ja, okay, nehme ich es halt. Whey-Protein, ja, okay, ne? Eiweiß halt. Eiweiß ist immer gut. Wobei meine App mir sogar sagt, ich nehme zu viel Eiweiß zu mir, jeden Tag. Aber ist es nicht so, dass bei Eiweiß das einfach ausgeschieden wird, wenn es zu viel ist? Also, naja. Es ist halt dieses ganze Thema, dieses ganze Fitness-Thema ist halt so krass. Ja, und das, was du gerade da alles schilderst und dir Gedanken drüber machst, das ist leider auch was, wo sich die Experten nicht einig sind. Ja, genau. Das, da gibt's auch, da habe ich ja nun auch, gerade was Muskelaufbau betrifft und für mich ja Kraftsteigerung, war für mich ja nun noch lange Zeit sehr wichtig. Da sagt der eine so und der andere sagt so und ein dritter sagt wieder ganz anders. Genau. Und im Endeffekt ist es tatsächlich dann, du kannst sagen, ich probiere jetzt einfach mal das, was es hört sich für mich am plausibelsten an, ja, und siehst dann selber, ob es dir was bringt oder ob es dir nicht bringt. Genau. Nicht also, bringt. So, was, also, weswegen ich das Thema ja eigentlich angeschnitten habe, war wegen den ganzen Fragen und Leute, wie gesagt, ihr müsst das einfach wollen. Ne? Es ist jetzt, es gibt keine Geheimregel oder kein Dings. Nee. Ich sag's auch ganz ehrlich, ich habe so schnell abgenommen und ich denke, das wird sich auch bei mir noch ein bisschen einstellen, bis dann irgendwann dieser Punkt kommt, wo es nicht weitergeht. Ich werde mir definitiv die Bauchschürze wegmachen lassen müssen irgendwann, ja, weil ich halt auch eben schnell abnehmen will. Ja, gut, dann investiere ich halt 2,5 oder sowas rein, dass es weg ist. Okay. Wenn das du so gut sagst, ist es nicht. Also was heißt gut ist es nicht? Ich könnte es ja auch sparen, ich könnte es ja auch langsamer machen, wobei ich denke einfach bei der Gewichtsklasse, wo ich war, bleibt es halt nicht aus, dass es weg muss. Irgendwann. Ja, aber schau mal, wenn dein Ziel. Naja, die Frage ist aber. Marcel, schau mal, wenn dein Ziel jetzt 90 Kilo sind, ja, und du sagst, du warst mal bei 164 gestanden, ja, das sind 74 ja. Kilo Verlust. Ja. Die Haut ist halt auch nur bedingt dehnfähig. Genau. Und du bist jetzt halt, und das klingt jetzt ganz scheiße, du bist jetzt halt auch schon 33. Genau, ne? Richtig. Und, naja, wobei das aber auch eine ästhetische Frage ist, die man, glaube ich, dann, das ist ja wirklich eine rein ästhetische Frage, das hat dann nichts mehr mit Gesundheit. Mit dies und das zu tun, das ist nachher für dich eine ästhetische Frage, wenn du sagst, okay, ich kann im Schwimmbad nicht damit leben, dass ich da meine Bauchfalte habe, oder mit deiner Sexualpartnerin, ja, viel mehr sehen es ja gar nicht, dann musst du sie wegmachen lassen, das ist richtig. Ja, natürlich, aber ich denke, das ist halt wirklich die ästhetische Frage. Ja, das ist rein ästhetisch, das musst du nur entscheiden. Genau. Ist es wirklich für dich schlimm, kannst du diese Blicke, möchtest du, also was kannst du nicht ertragen, ist Blödsinn, ja. Möchtest du sie nicht? Und ja. Oder schämst du dich vielleicht sogar, weiß ich nicht, ist ja auch jeder Mensch anders. Das werde ich sehen, wenn es soweit ist, ne? Genau, also das würde würd ich auch dann entscheiden. Ja. Und aber ich schließe es halt von vornherein jetzt erstmal nicht aus. Und das ist halt der Punkt, ihr müsst, fangt so früh wie möglich an. Meine Güte, wenn ihr, ich habe ein Mädel kennengelernt, die ist 18 und sieht aus wie ein, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber sie ist halt wirklich dick. Dann mach was. Ja, aber da 18, möchte ich jetzt sagen, ne? Da möchte ich jetzt aber sagen, das kannst du so auch nicht sagen, weil es ist, wie gesagt, eine Sache, wie man sich selber fühlt und was man selber will. Nee, aber wenn sie weil mir der sagt, Spruch, sie will so nicht aussehen. Ja, richtig, richtig. Wenn sie sagt, sie will so nicht aussehen, aber dann trotzdem sich 3, 4, 5 Snickers-Riegel reindrückt, dann ist es halt einfach. Ja, aber falsch, irgendwo muss es ja kommen, so, das ne? Ist ja klar. Natürlich. Ich möchte aber, wie gesagt, auch sagen, also ich habe es ja jahrelang so gemacht, dass auch als ich dann eben diese Geschichte, das, was ich vorhin angeschnitten habe, dass dann, also ich habe mir dann den Kreuzbandriss zugezogen, Ende 2005 und ja. Dann auch eine Pause kurze Zeit später gemacht und in der Zeit habe ich halt wieder zugelegt. So. Und habe dann, als ich dann wieder anfange, also dass dann das Knie wieder überhaupt in der Verfassung war, dass ich gesagt habe, okay, ich kann wieder anfangen, habe ich mich dann gefragt, okay, jetzt, was, wo willst du jetzt hin? Willst du so weitermachen wie vor der Pause? Dann ist jetzt erstmal was in eine ganz andere Richtung. Oder mobilisierst du das, was du jetzt hast an Masse? Und das habe ich getan. So, habe dann mit Konditionstraining wieder angefangen, habe wieder mit stärkerem oder extremerem, ja, fast dann schon extremerem Krafttraining wieder angefangen und habe dann die Masse mobilisiert und war ja nun oder kann bis heute nicht sagen, dass oder fühle mich nicht unwohl, das kann ich so definitiv sagen und kann auch nicht sagen, ich hatte mehr Kondition als viele sehr schlankere Kollegen. In der
in meiner aktiven Zeit. Also ich, also, ich kann da einige nennen, die danach wirklich völlig im Sack hinten saßen, ja, mit denen ich gewrestelt habe. Ich sah alles da, lass mich mal einen Augenblick. Und ich dachte mir, naja, klar, merke ich auch was, ganz klar. Aber durch das Training eben ging es mir deutlich besser als ihm. Ja, klar. Sagt, gut, also nicht jeder Dicke muss unsportlich sein. Das nein, muss ich, das, ich war auch, ich würde von mir selber behaupten, dass ich war nicht nie unsportlich. Ich war einfach nur zu faul. Und das bin ich auch heute noch. Ich bin auch heute noch faul. Und ich habe ganz, ganz viele Motivationsprobleme. Ja. Und nein, mir helfen da auch keine alten Bilder von mir. Ich meine, ich habe es letztens, glaube ich, gestern oder vorgestern habe ich mal wirklich so ein altes Bild von letztem Jahr Juli gegen ein Bild von diesem Jahr Juli gestellt und habe es irgendwie auch gepostet bei Instagram oder hier auch bei Facebook. Natürlich sehe ich da einen Unterschied. Aber motiviert mich das jetzt krass irgendwie? Nö. Also ich habe krasse Motivationsprobleme und ich sage es auch ganz ehrlich, wenn ich in Berlin wohnen würde und könnte da mit den Jungs, mit denen ich sowieso oft zu tun habe, jeden Tag trainieren gehen, dann würde ich das wahrscheinlich tun, weil man sich einfach gegenseitig in den Arsch tritt. Hier in Hannover habe ich aber niemanden, mit dem ich trainieren gehen kann. Ja? Aber also dann sollte Herr Manteis vielleicht lieber mal nach Berlin und nicht nach Lübeck ziehen. Ich werfe es nochmal so ein. Herr Manteis zieht auch nicht mehr nach Lübeck. Aber, auch nicht mehr nach Lübeck? Achso, okay. Nee, das hat sich erledigt. Also du bleibst zu mir hetzen und ich tritt dir den Arsch. Du bleibst also Hannover. Das Letzte, wo ich hinziehe, ist Bayern, mein Lieber. Ja? Also dann bleibe ich lieber fett. Aber es ist halt... aber seit... jeder ist auch anders. Zum Beispiel, ja, also das ist auch so ein Ding. Mir fällt das auf gar keinen Fall leicht. Ich zum Beispiel habe, wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben wirklich übermäßig viel gegessen. Also geh mal mit mir essen und dann frag mich mal, warum ich meinen Big King XXL nicht aufesse. Ja? Oder warum ich, wenn Cheat Day ist oder sowas, warum ich da sitze und trotzdem nicht aufesse. Weil es halt einfach so ist. So war ich aber schon immer. Ich habe nicht so einen Riesenhunger, wie man das vielleicht erwarten müsste von jemandem, der so aussah wie ich. Ich habe zusätzlich auch noch eine Schilddrüsenüberfunktion, die aber überhaupt nichts bringt, weil eigentlich müsste ich mit der krassen Überfunktion, die ich hatte, die teilweise nicht mehr im messbaren Bereich war, so hoch war sie, müsste ich eigentlich total dünn sein. Hat mein Körper gesagt, nö. Ja? Also jeder ist da anders, aber wenn ihr nicht wirklich wollt, dann geht's auch nicht. Also es ja, ist, gut. Aber andererseits ist das noch eine Sache, die jeder für sich entscheiden kann, weil alles, was er macht oder nicht macht, tut er nur mit sich selbst. Genau. Und das ist ja nun wirklich keine Sache, wie gesagt, mir tut kein Dicker weh. Und mir auch wenn er 250 Kilo wiegt, tut er mir damit nicht weh. Und mir tut auch keiner weh, der irgendwie 50 Kilo wiegt. Oder mir tut auch im Prinzip keine Magersüchtige weh. Oder was im Prinzip, mir tut keine Magersüchtige weh. Tut mir leid für das arme Mädel, oder na, Männer sind es ja selten, also daher das arme Mädel meistens, aber sie tut mir damit nicht weh. Und genau, ich bin nicht in der Lage oder nicht in der Position, ihr irgendwie klar machen zu können, dass sie das ändern muss. Immer aus sich selber rauskommen. Und ich finde, richtig, das ist auch ein ganz guter Schlusssatz. Wenn ihr mit euch zufrieden seid, so wie ihr seid, dann ist das okay. Ob ihr dick, dünn, groß, klein, sonst irgendwas seid, gut, an groß und klein könnt ihr sowieso nicht viel ändern, aber an dick und dünn, wenn ihr zufrieden seid, so wie ihr seid, dann bleibt halt auch so. Das ändert ja nichts an der Person, die ihr seid. Seid ihr ein vernünftiger Mensch, dann bleibt ihr das auch egal, wie ihr ausseht. Und habt ihr aber ein Problem damit, dass ihr zu dick oder zu dünn seid, weil es gibt wirklich viele Leute, die auch einfach viel zu dünn sind. Ja? Dann ändert was. Dann tut was oder sucht euch Hilfe, sucht euch Rat, sucht euch irgendwen, mit dem ihr zusammen was machen könnt und macht was dagegen. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der sagt, oh, mir ist das mega leicht gefallen. Ja, diese 25 Kilo sind schnell und leicht runtergegangen, hätte ich nicht gedacht. Und wahrscheinlich wäre ich gleich ins Fitnessstudio gegangen, sogar noch bessere Resultate erzielt. Aber trotzdem ist es mir nicht leicht gefallen. In keinster Art und Weise. Ich bin der letzte Mensch, der sich hinstellen würde und sagen würde, ha, das war scheiße einfach. Nein, war es nicht. Und ist es auch jetzt nicht. Ja? Ist es nicht. Ja, das eine, aber was tut man will, wenn das andere, was man muss. Ja. Genau, richtig. So ist es halt, wie gesagt. Habt ihr ein Problem mit dem, wie er nackt vor dem Spiegel aussieht? Dann ändert es. Ja. Naja, oder natürlich... Tut euch selber einen Gefallen, macht keine Diäten. Also keine Crashkurse. Nee, das bringt gar nichts. Sondern genau, also macht's nicht mit der Pizza um 14 Uhr.
glaubt mir, euch wird echt schwarz vor Augen beim Aufstehen nach einiger Zeit. Das war also nicht richtig, habe ich ja schon betont. Und vor allen Dingen, was Marcel gerade auch richtig sagt, oder beziehungsweise ist auch daraus kam, wenn es Gesundheit natürlich an eure Gesundheit geht, dann denkt wirklich drüber nach, was zu ändern. Ja. Wenn es wirklich die Magersüchtige war mein Beispiel, ja. Da geht es an die Gesundheit genauso wie höchstwahrscheinlich der 250-Kilo-Mann, wobei da höchstwahrscheinlich, auch da gibt es Unterschiede, aber höchstwahrscheinlich hat der gesundheitliche Probleme. Ist es zumindest anzunehmen, sollte er vielleicht ein bisschen mal kontrollieren. Und ich denke auch, dass es. Macht's aber nicht so wie ich, wenn euch der Warnschuss kommt und ihr schon ins Krankenhaus müsst, wegen zu hohem Blutdruck, danach dann einfach nochmal richtig loszulegen. Nein, ich meine, vielleicht bei euch beiden habe ich rausgehört, vielleicht ist es bei vielen, da muss die Freundin weg. Also, denkt drüber nach. Ich denke, es ist nicht nur die Freundin, es ist einfach, es muss irgendwas Einschneidendes passieren, dass man sagt, okay, heute, ich habe die Schnauze voll, jetzt wird was gemacht. Das war halt in unserem Fall bei mir und Sven jetzt vielleicht wirklich die Freundin, die weg ist oder dass man sich getrennt hat, wie auch immer. Aber es kann ja natürlich auch irgendwas anderes sein. Im Bestfall muss es gar nichts davon sein und alles ist schön und ihr habt einfach keinen Bock mehr drauf, wie ihr ausseht. Dann ändert es. Ja, Thema zu Ende, würde ich sagen. Es ist ein Thema wahrscheinlich, wo wir noch auch wieder mal Stunden drüber reden könnten, weil es halt einfach wirklich auch viele Aspekte gibt, die wir jetzt überhaupt nicht beleuchten konnten. Die auch eigentlich trotz dem, was wir gemacht haben, nicht die sind, die sich damit Vollzeit beschäftigen, sprich keine Ärzte. Ja, schon irgendwie, ne? Wenn er sechsmal die Woche. Naja, aber nicht beruflich. Ich sag ja, wir alle haben natürlich gewisse Berührungspunkte mit diesen Dingen, ja. Aber wie gesagt, auch Sven ist kein Arzt, auch Sven ist kein Vollzeit-Sportprofessor. Oder gar kein Sportprofessor. Und wie gesagt, das sind auch alles nur Tipps, beziehungsweise sind auch alles nur Dinge, die wir sagen. Nicht, dass es nachher heißt, ja, ihr habt das und das gesagt und jetzt habe ich das und das davon. Ja. Dann müsst ihr wirklich zum Arzt gehen, dann müsst ihr wirklich zu Leuten gehen, die es damit wirklich Vollzeit, genau. 24 Stunden, naja. Geht in ein Fitnessstudio und lasst euch einen Trainingsplan erstellen und genau, geht nicht zu McFit ins Studio, genau, sondern geht zu einem professionellen Trainern. Ja. Ich gehe jetzt in ein Fitnessstudio, was mich 30 Euro im Monat kostet, aber halt eben auch irgendwie 6.000 Quadratmeter bietet und ich einen Personal Trainer gestellt kriege, den ich jederzeit hinzuziehen kann. Und der erstellt mir jetzt einen Fitnesstrainer, also einen Trainingsplan und alles. Ich könnte mir sogar einen Ernährungsplan von ihm erstellen lassen, kostenlos. Dann investiert mehr. Ich denke, McFit ist kein schlechter Laden. Aber ich glaube, McFit ist dann doch eher für die Leute, die schon wissen, was sie zu tun haben. Weil sie dann einfach nur noch hingehen und machen. Ich weiß nicht, Sven, bist du bei McFit? Bestimmt. Ich war jahrelang bei McFit. Ich war entsetzt, wie planlos da teilweise die Trainer sind. Ich habe tatsächlich damals auch einen der Trainer mal gefragt, nach Ideen, wie ich mein Training verändern könnte, einfach mal um einen neuen Impuls zu setzen. Ja. Und da hat er mich angeguckt, hat gemeint, du, ich mag eigentlich viel mehr Radsport, auf diesen ganzen Kraftsport, habe ich überhaupt keinen Bock. Ja. Vielleicht solltest du mal 20 Kilo abnehmen und es mit Marathon probieren. Ja, okay, super. Antwort. Und da habe ich mir gedacht, also Marcel, kreuzweiß und spiralfarbig. Also Marcel, mein Tipp ist dann für dich, ich mag eigentlich ganz gerne Sumo-Ringen. Vielleicht solltest du einfach mal wieder 50 Kilo zunehmen. Nee, lass mal. Ich finde es eigentlich ganz geil, wie es jetzt gerade ist, weil... also ich hatte nie Probleme damit, meinen Schwanz zu sehen, aber jetzt sehe ich ihn in voller Pracht. Ja, und da bin ich eigentlich ganz froh drüber. Gut. Ich denke, das war jetzt ein gutes Schlusswort dafür. Ja, ich denke auch. Mein Schwanz ist immer ein gutes Schlusswort. Hashtag Prachtstück. Hashtag Prachtstück, das stimmt. Und die Eier so sind noch schön. Ach, egal. Haben wir eigentlich weibliche Zuhörer? Hallo, ich bin übrigens Single. Ach ja. Also so halbwegs. Gut, Sven und ich nicht, das haben wir dann auch schon mal geklärt. Ja. Und nein, Sven und ich sind nicht zusammen. Doch. Doch. Marc hat mich verlassen und ist zu Sven gegangen. Ja, jetzt plaudert nicht immer alles aus, auch wenn das hier unscripted und so. Man muss nicht immer alles wissen. Wir können das ruhig mal hier... Nee, das ist ja auch mal persönlich, also wirklich. Ja, okay. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, ich beantworte euch die gern. Ja, ja, das war unscripted für heute. Moment, ich muss noch kurz was sagen, noch eine Ergänzung, weil ich kriege im Moment noch mal gerne nach WTF-Sendung Fragen von offenbar manchmal verwirrten Hörern über Aussagen von mir, die ich dann gegebenenfalls in einer Sendung später nochmal gerade rück. Oder beziehungsweise so dann, was das gerade rück, so nochmal aus. Und einmal habe ich mich tatsächlich geirrt, habe ich auch zugegeben.
Aber ansonsten nochmal so, wie sie dann gemeint waren. Bevor jetzt jemand fragt, ich glaube, das kam von ein bisschen seltsam rüber, Wrestling-Gegner aufs Genick werfen. Nein, das ist natürlich nicht das Ziel des Wrestling und darum ist es auch falsch, John. Das Ziel des Wrestling ist es, den Gegner so weit zu köpfen, dass man ihn entweder bis drei auf die Schulter drücken kann oder zur Aufgabe zu bringen, und darum ist das Genickwerfen falsch, weil sonst bestimmt so eine Frage kommt, ja, wieso werft ihr beim Wrestling nicht den Gegner aufs Genick, dann gewinnt ihr doch schneller. Weil wir von Wrestling reden und das Ziel eben nicht ist, den Gegner zu töten. So, ich sag's lieber vorsichtshalber. Was ich in letzter Zeit für Fragen bekommen habe, Leute, ehrlich, ohne Scheiß. Aber ich finde es schön, wenn ihr euch damit beschäftigt, was ich sage, und auch das stelle ich jetzt lieber im Vorfeld schon mal richtig. Bevor ich gefragt werde, warum schmeißt du nicht aufs Genick? Das geht doch alles viel fixer dann. Ja, liebe Leute, das war Unscripted für heute. Ich würde sagen, Marc verabschiedet sich einfach mal zuerst. Ja? Marc, sag was. Ja, mal bei Unscripted, wahrscheinlich nicht so oft, sage ich ja, aber war doch mal ganz nett. Und war mir das legendäre von Big Ball Steve, wie er mittlerweile heißt, innerliche Blumenpflücken, mit euch das hier zu machen. Ja, wir hören uns, ich höre euch zumindest, also falls ihr mich wieder hören wollt, beim SummerSlam, beide Sendungen, WTR und so, bleibt dran, habt Spaß. Stammel weiter, ja, mach weiter, komm. Und, ja, ich versuche wenigstens den Sprachfläche heute noch mal ein bisschen hier. Egal, auf jeden Fall, schönen Abend noch, schönen Tag noch, schöne Nacht, wo ihr auch immer, wann ihr auch mal hört, schöne Woche, schönes Jahr und so weiter. Marc ist vorbei. Sven, sag du auch Tschüss. Ja, Tschüss an alle Zuhörer. Ich war ja auch erst einmal bei Unscripted dabei vorher. Ich denke, so oft werdet ihr mich in dem Format auch nicht hören. Was? Aber es war mir wirklich ein inneres Bedürfnis, dieses Thema mit Marc zu besprechen. Und ich fand es wirklich schön, dass er da praktisch der Einladung auch gefolgt ist. Marcel, wir sehen uns demnächst beim Sommerfest. Nee. Ich werde, das gebe ich hier offiziell bekannt, ich werde nicht beim Sommerfest sein. Dann sehen wir uns bei der GWF im September. Das tun wir auf jeden Fall, ja. Oh, da freue ich mich auch. Ja, da bin ich definitiv. Mit so einem Prachtstück, gell? Mit allem, was dazugehört, mein Schatz. Sehr schön. Ja. Gut, in dem Sinne, das war es von meiner Seite. Ich bin raus. Ja. Tschüss. So, und ich verabschiede mich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Sachen, dann immer unten in die Kommentare. Und jetzt zum Schluss kommt, glaube ich, dann noch Herr Schwarz mit dem, was ihr nicht googeln dürft. Und tschüss. Ja, danke Marcel. Und heute geht es, in was ihr auf gar keinen Fall googeln solltet, eher um was ganz Allgemeines. Denn es ist Ausgabe 10, also eine Art Jubiläum. Und dementsprechend rate ich euch heute, lasst es einfach nach Krankheitssymptomen zu suchen. Ihr habt Fieber und wollt wissen, was es vielleicht sein könnte, macht es nicht. Ihr habt Kopfschmerzen und wollt wissen, was es vielleicht sein könnte, macht es lieber nicht. Warum? Weil am Ende sowieso rauskommt, dass ihr einen klagevollen und elenden Tod sterben werdet oder vielleicht Krebs habt. Deswegen unterlasst es, nach Krankheitssymptomen zu suchen, und ihr werdet sonst eures Lebens nicht mehr froh. Wenn ihr sowieso ein bisschen anfällig seid für alles, das habe ich auch und das habe ich auch und eigentlich war mir gar nicht bewusst, dass ich das auch habe, aber ja, jetzt wo ich es lese, das habe ich tatsächlich auch. Lasst es einfach. Ihr tut euch damit keinen Gefallen. Geht vielleicht eher zum Doc, der sagt euch, was ihr habt oder was ihr nicht habt. Deswegen heute mal nicht irgendwie was zum Bilder suchen oder sowas. Ich weiß eigentlich gar nicht. Mich würde mal interessieren, wer eigentlich meine Ratschläge hier, dieses, was ihr auf gar keinen Fall googeln solltet, doch gegoogelt hat und sich geärgert hat, dass er es gemacht hat. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wer das bisher so gemacht hat, und deswegen heute was Allgemeines. Und beim nächsten Mal habe ich dann wieder was Schönes für euch. Ich habe sogar schon parat, was mir beim nächsten Mal geben wird. Und deswegen unterlasst es einfach. Krankheitssymptome sind bäh, ja? Sonst, ihr wisst es ja, Krebs und elendiger Tod. Ciao, tschüss.